Ja, hallo, einen schönen guten Abend an euch alle. Das war jetzt gerade noch ein bisschen spannend, weil wir den Stream noch eingerichtet haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an Jens Wiechers, der uns da mit seiner technischen Sachkompetenz da wieder mal so super unterstützt hat. Ja, das war ja in diesem Monat ein bisschen spannend überhaupt. Das habt ihr ja mitbekommen, dass krankheitsbedingt und was weiß ich, also die Seuche kursiert und dann musste nicht nur der gleichnamige Vortrag dann ausfallen, sondern eben auch der von Alex. Und deshalb freue ich mich heute umso mehr, Alex, dass du wieder fit bist und dass wir heute so deinen Vortrag zu neurowissenschaftlichen Erkenntnissen über Intelligenz dann hören werden. Ja, vielleicht kurz was zu dir auch. Alex ist derjenige, der im Grunde schuld daran ist, dass wir jetzt ein Ressort Wissenschaft und Forschung haben. Das war so nett irgendwie. Also wir hatten uns unterhalten bei einem aktiven Treffen und er meinte, ja, ich hätte auch so Interesse an Wissenschaft. Also war damals noch kurz vor seinem Abschluss. Und ich meinte dann so, ja, super cool, freut man sich ja immer, wenn Leute irgendwie sich auch für das interessieren, was man so macht. Und das hat dann irgendwie wirklich so eine Dynamik entfaltet, dass wir dann innerhalb kürzester Zeit so ein richtiges Team waren. Und Alex ist im Grunde so sozusagen so mein stellvertretender Ressortleiter und ich bin ganz froh, dass wir halt so zusammenarbeiten können und sowas. Ja, und heute halt eben der Vortrag. Alex ist vom fachlichen Background her Psychologe, also Master of Science, und hat halt einen Schwerpunkt in Neuropsychologie. Und das ist halt für die Intelligenzforschung ganz spannend, weil das ja eben so eine der Traditionen ist der Intelligenzforschung. Also wir haben im Grunde ja so zwei verschiedene Schienen, wie sich das historisch so entwickelt hat. Das eine ist so das, was die meisten von euch so kennen. Also das ist die psychometrische Tradition, die mit IQ-Tests und wie wir Intelligenz messen können und so weiter. Und das zweite ist die kognitionspsychologische Schiene. Da gucken wir halt eben, was passiert überhaupt im Gehirn, wie funktioniert das Denken und wie kommen überhaupt diese ganzen Leistungen, die dann so sich in einem Intelligenztestergebnis widerspiegeln, überhaupt zustande. Und das zusammenzubringen, das ist aktuell wirklich ein ganz wichtiger Trend. Seht es mir nach, ich bin heute ein bisschen stimmlich eingeschränkt, so hundertprozentig wieder fit bin ich noch nicht, also Stichwort krank und so weiter. Aber ja, das kriegen wir heute alles hin und ich bin ja auch nicht diejenige, die heute reden muss. Vielleicht noch kurz zum technischen Ablauf. Wir machen das wie immer. Also die öfters da sind, kennen ja das Spiel. Ihr könnt Fragen stellen im Chat. Das ist hier so dieses Questions oder Fragen und Antworten heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und da könnt ihr das machen und ich würde dann am Ende so die Diskussion auch moderieren. Also stellt ruhig die Fragen am besten so, dass man auch noch weiß, was gemeint ist, wenn man am Ende dann halt da ist und dass halt der Bezug irgendwie klar ist. Ansonsten können wir euch natürlich dann auch freischalten, eure Mikrofone, dass ihr dann auch so mit uns mündlich interagieren könnt. Ja, gleichzeitig sind wir auf dem YouTube-Stream. Das scheint, ich hoffe, das klappt einigermaßen. Also die Technik, die hat eben funktioniert. Und ja, dann werde ich das so parallel ein bisschen mitverfolgen. Da haben wir aktuell 11 Zuschauer. Augenscheinlich haben wir hier unsere Zuschauermenge auch vergrößern können. Also wir sind jetzt hier bei 251 möglichen statt vorher 101. Und das ist ja schon mal ein ganz schöner Fortschritt. Ja, herzlich willkommen nochmal an euch alle. Ich freue mich sehr, das heute moderieren zu können. Und ja, Alex, ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder fit bist. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich sehr, dass du heute deine Erkenntnisse mit uns teilen willst. Ja, vielen Dank, Tanja. Vielen Dank für die Anmoderation. Normalerweise sagt man ja vielen Dank für die Einladung, aber ja, ich glaube, ich war auch mit daran beteiligt, dass ich hier heute diesen Vortrag halte. Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch mal selber etwas erzählen darf in dieser Vortragsreihe. Und ja, ich denke, ich fange einfach mal direkt an. Ja, jetzt. Kann ich hier die Folie nicht? Jetzt funktioniert es. Okay, also wie Tanja schon richtig gesagt hat, werde ich heute so ein bisschen was über die neurowissenschaftliche Seite erzählen, beziehungsweise, also ja, ich habe Psychologie studiert mit Schwerpunkt Kognitionspsychologie und kognitive Neurowissenschaften. Ich werde trotzdem probieren, so ein bisschen Überblick über neurowissenschaftliche Erkenntnisse an sich zu geben, auch wenn ich ein, zwei Bereiche ausklammern muss. Erstens, weil ich mich da nicht so gut auskenne und zweitens, wie wir auch gleich noch sehen werden, weil es einfach so eine riesige Menge an
ja, Wissen, Daten, wie auch immer ist, das da generiert wurde, dass man das in so einem Vortrag gar nicht alles behandeln kann. Jetzt muss ich hier technisch noch mal ein bisschen gucken. So, genau, also ich werde erstmal noch mal so ein bisschen was zu ganz kurz zur Geschichte und eben den bisherigen psychometrischen Befunden so der letzten 100 Jahre erzählen, dann ein bisschen was über die Methoden der Neurowissenschaften an sich, wie man dann eben diese psychometrischen Befunde auch durch neuere Methoden auch belegen kann, beziehungsweise das, was ja eigentlich die Kognitionspsychologie macht, beziehungsweise die kognitiven Neurowissenschaften, zu untersuchen, was sind die neuronalen Korrelate oder was passiert da eigentlich im Gehirn, wenn ja, Informationsverarbeitung passiert oder Kognition. Dann werde ich eben ein bisschen über die Erkenntnisse über die Intelligenz erzählen, dann noch so ein bisschen auf neue Entwicklungen und was da noch so kommt in den nächsten Jahren eingehen und dann nochmal alles ein bisschen zusammenfassen. Okay, so, dann fangen wir mal an mit einer Definition von Intelligenz. Und zwar, da wir hier einige Mensaner wahrscheinlich im Publikum haben, fangen wir natürlich mit der etymologischen Herleitung an. Woher kommt das Wort Intelligenz eigentlich aus dem Lateinischen? Intelligere, ich glaube, das kann man nicht falsch aussprechen. Weil es Latein ist, kommt vom bedeutet so viel wie erkennen, einsehen, verstehen oder wählen zwisch, also zwischen, inter, zwischen und legere, lesen oder wählen. Und ich habe jetzt hier einmal die Definition der APA Task Force aus 1996 gewählt, weil ja, sie schon mit einem Fakt anfängt, den man einfach nicht leugnen kann, nämlich Individuen unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, komplexe Ideen zu verstehen, ja, und sich flexibel an ihre Umwelt anzupassen und eben auch in ihrer Fähigkeit zu lernen und aus diesem erlernten Wissen dann auch wieder neue Schlüsse zu ziehen und das eben auch im Alltag anzuwenden. Beziehungsweise dieses Schlüsse ziehen aus bisherigem Wissen oder Erkenntnissen, Umweltreizen ist eigentlich auch so das, was ja ich persönlich, aber wahrscheinlich auch viele so als das Grundlegende an Intelligenz ansehen. Zum Historischen, es ja, fing alles damit an, dass man herausfinden wollte, welche Schüler denn eigentlich überhaupt schulfähig sind. Also das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die ersten Intelligenztests oder der erste Intelligenztest von Binet und Simon 1905 war eben darauf ausgelegt, die Kinder auf dem unteren Leistungsniveau sozusagen zu identifizieren, die nicht normal schulfähig waren. Damals hat man dann einfach geguckt, was, genau, also was schafft ein Kind in einem gewissen Alter und daran dann das sogenannte Intelligenzalter festgemacht. Also wenn ein Kind genauso viel geschafft hat wie das normale Kind in seinem Alter, dann hatte es das Intelligenzalter zum Beispiel 5. Wenn es aber mit 5 schon so viel geschafft hat wie ein 9-Jähriger, dann hatte es das Intelligenzalter 9 quasi. Das Ganze wurde dann weiterentwickelt von William Stern 1912 und ja, da kommt der Begriff Intelligenzquotient eigentlich her, wo es dann halt eben nicht mehr ja, das Intelligenzalter war, sondern schon ein Quotient, der aber tatsächlich auch einige Nachteile hatte und dann eben von Terman mit der Einführung des Stanford-Binet-Tests in Stanford eben zu dem wurde, was wir heute auch kennen, wenn wir Intelligenz messen mit IQ-Tests, nämlich anhand einer Normgruppe verglichen mit einem Mittelwert einer Standardabweichung. Und auch damals war das dann schon so 15, 16, in den 1920ern,
die Standardabweichung. Das ist das, was wir hier als ja, die Normalverteilung, die Glockenkurve kennen. Und genau hier im deutschsprachigen Raum sind die meisten Tests eigentlich auch mit einem Mittelwert bei 100 und einer Standardabweichung von 15 festgelegt quasi. Es gibt auch ein paar, die da mit Standardwerten arbeiten, also 100 mit Standardabweichung 10. Aber genau, eigentlich kann man sich das dann eben so vorstellen, man wird verglichen mit der Normgruppe im gleichen Alter, meistens mit dem gleichen Bildungsstand, und kann dann anhand dieser Normalverteilung eben quasi ablesen, wie viel Prozent der Bevölkerung hätten das gleiche Ergebnis in diesem Test geschafft. Und damit kommen wir auch wieder zurück zu dem Beginn dieser ersten Definition, die ich eingeführt habe. Es gibt eben einfach diese Tatsache, dass wir uns unterscheiden, wenn wir so einen Test durchführen. Und ja, wie wir wissen, sind bei Mensa einige, die halt besser in solchen Tests abschneiden als 98% der Bevölkerung. Ja, dass diese Grenze jetzt da gezogen wird, ist natürlich ein bisschen willkürlich. Es sind halt diese zwei Standardabweichungen. Genau. Und hier habe ich auch noch einen Link, wer so ein bisschen mal mit der Normalverteilung rumspielen will, so sich das ein bisschen angucken will, der kann das hier mit so einem Normwertrechner unter dieser Adresse tun. Die Folien werde ich dann, sobald das YouTube-Video hochgeladen wird, auch online stellen. So. Genau, dann noch eine weitere Definition. Ich werde insgesamt drei Definitionen anführen. Ich erkläre nachher noch, warum. Die von David Wechsler stammt, der quasi den meistverbreiteten Intelligenztest entwickelt hat, der eben auch heute noch der meistbenutzte ist in der Individualtestung mit. Der Wechsler-Intelligenztest, ich glaube, demnächst kommt dann die fünfte Version raus. Und ja, auch er legt da so diesen Fokus eben darauf, dass flexible Agieren in sich ständig verändernden Umwelten. Und unter Intelligenz wird im ja, in der allgemeinen Bevölkerung, in den Medien, aber auch in der Literatur auch Synonyme, Begriffe benutzt. Man kennt es auch unter G, G-Faktor, IQ, Intelligenzquotient, generelle kognitive Leistungsfähigkeit oder auch mentale Fähigkeiten, wobei das eben nicht unbedingt dasselbe ist. Also ich habe hier in Anlehnung an Haier, das Buch werde ich später noch unter den Literaturempfehlungen kurz einmal zeigen, ja, hier so eine Einordnung dieser Begriffe quasi, also wir haben das Gehirn, mit dem, ja, das quasi kognitive Fähigkeiten produziert oder die Grundlage für unsere kognitiven Fähigkeiten ist. Und wenn man eben einen bestimmten Auszug, den wir quasi brauchen, um flexibel auf unsere Umwelt zu reagieren, dieser kognitiven Fähigkeit nimmt, dann könnte man das als Intelligenz ansehen oder Intelligenz bezeichnen. Und das messen wir eben typischerweise mit IQ-Tests und können dann eben so ein IQ uns errechnen, wenn wir die einzelnen Untertests zusammenfassen. Und in der Theorie, da gehe ich dann gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, ja, ist das alles verursacht oder vielleicht auch ja, ein Phänomen, das dann entsteht, das ergibt sich gleich noch näher, sogenannten G-Faktor sozusagen, der, den wir eben mit dem IQ typischerweise schätzen, wobei meistens auch eher die fluide Intelligenz unter dem G-Faktor verstanden wird oder ja, wenn man halt quasi alles zusammenfasst, das ist auch immer so ein bisschen, je nachdem, welche Theorie man sich genau anguckt, welche Tradition
Aber noch mal einen Schritt zurück. Wir haben 100 Jahre Intelligenzforschung. Man kann eigentlich sagen, bei all der Kritik, die es am Intelligenzbegriff gibt, das ist eines der besterforschtesten Konstrukte in der Psychologie, die wir haben. Es gibt Hunderttausende Versuchspersonen, und die in Studien und dann eben auch Hunderttausende Teilnehmer von Intelligenztests quasi. Und das ist mit eines der besterforschtesten und bestbelegtesten Konstrukte der Psychologie. Trotzdem gibt es eben so typische Kritik daran, es sei nicht relevant, das wäre ja nur das, was der Intelligenztest misst. Genau, was ja der Forscher, der auf den das zurückgeht, eigentlich nicht als Kritik am Intelligenztest meinte, sondern tatsächlich, wir können ja etwas damit messen, also ist da irgendetwas. Es gibt auch immer mal wieder die Kritik, es sei nicht richtig definiert, weshalb ich jetzt auch hier ein paar mehr Definitionen angeführt habe. Es ist in der wissenschaftlichen Forschung durchaus klar, oder man ist sich da durchaus schon einig, auch wenn die genaue Definition natürlich immer so ein bisschen variiert, was man unter Intelligenz versteht. Die Frage ist, ist es nur ein statistisches Artefakt? Da gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und ja, ist es überhaupt aussagekräftig? Hat es überhaupt eine Relevanz? So, ja, erstmal zu dem Kritikpunkt. Intelligenz ist nur das, was der Intelligenztest misst. Also natürlich kann man sich fragen, wenn wir davon ausgehen, dass Intelligenz etwas ist, was wir im Alltag die ganze Zeit brauchen, womit wir uns in komplexen Umwelten irgendwie zurechtfinden und Schlüsse ziehen, warum können wir dann von komischen Kästchenaufgaben, wie wir hier sie sehen, denn auf diese Intelligenz zurückschließen? Und eine andere sehr gebräuchliche Definition, die eben auch von 52 Forschern stammt, nimmt das hier auch so ein bisschen mit auf. Es ist eben nicht nur das, was der Intelligenztest misst, sondern es ist mehr als das. Es ist nicht nur dieses Test-Taking-Smarts, sondern es ist eine Fähigkeit, die da dahinter liegt und die wir eben auch im gesamten Alltag im Leben brauchen. Hier auch eine schöne Grafik von Hand, wie man sich das vorstellen kann. Natürlich sind die Test-Taking-Skills etwas, was bei einem Intelligenztest gemessen wird, aber die Fähigkeiten, die man dafür braucht, um so einen Test gut abzuschließen, sind eben die gleichen Fähigkeiten, die man im Alltag auch braucht. Es gibt dieses Vorurteil, dass intelligente Menschen dann dafür weniger sozial sein oder weniger Sozialfähigkeiten haben, das deckt sich aber auch nicht mit der Forschung, was ja irgendwie auch, wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, Sinn ergibt, denn soziale Interaktion ist ja auch etwas, was sehr viel Nachdenken und sehr viel Aufmerksamkeit, also im Sinne von Lesen von sozialen Signalen, doppelte Bedeutung herausfinden, sowas, das braucht auch diese Fähigkeiten, die auch in einem Intelligenztest gemessen werden. Wobei man natürlich sagen kann, es gibt durchaus soziale Fähigkeiten, die nicht ganz so stark mit der Intelligenz direkt zusammenhängen. Es ist nur das, was der Intelligenztest misst. Es ist einfach auch ein Fakt, das hat Spearman, der eigentlich der Erfinder, der Gründer, wie auch immer, der Intelligenzforschung auch mit ist, da er die bis heute in der Diagnostik mit vorherrschenden Theorie mit den Weg bereitet hat, sagen wir es so, nämlich dass es einen G-Faktor gibt, also einen dahinterliegenden Faktor, der diese Intelligenz abbildet. Und das hat er einfach damals schon festgestellt. Und das ist auch etwas, was man eben in 100 Jahren Intelligenzforschung immer wieder replizieren konnte. Und es gibt auch quasi keine Befunde, die etwas anderes sagen. Wenn man in einem
Test der kognitive Fähigkeiten misst, gut abschneidet, dann wird man auch in anderen Tests, die kognitive Fähigkeiten testen, gut abschneiden. Umso ähnlicher sich diese Fähigkeiten sind, die man testet, umso besser ist natürlich dieser Zusammenhang, aber es gibt keinen negativen Zusammenhang in dem Sinne, wie es eben manchmal intuitiv von manchen Menschen angenommen wird, dass es, wer Intelligenz ist, der muss ja dafür irgendwas anderes schlechter haben. Es ist leider wohl so unfair, das sagt die empirische Forschung. Es gibt einfach diesen positiven Zusammenhang, auch positive Mannigfaltigkeit oder positive Manifold genannt. Und hier sehen wir das an dem Bild, quasi so eine Korrelationsmatrix aus unterschiedlichsten Tests, die kognitive Fähigkeiten abtesten. Was hat sich daraus entwickelt? Also es ist so, dass es ja auch in 100 Jahren Forschung natürlich viele Theorien gab. Durchgesetzt hat sich in der psychometrischen Forschung, in der diagnostischen Nutzung quasi das CHC-Modell, das Cattell-Horn-Carroll Modell oder die Cattell-Horn-Carroll-Theorie der Intelligenz, die eben davon ausgeht, es gibt eine hierarchische Natur der Intelligenz, es gibt diesen G-Faktor, der irgendwie mit allen kognitiven Fähigkeiten mehr oder weniger zusammenhängt. Und wenn man dann sich diese kognitiven Fähigkeiten anguckt, dann oder testet, also wenn man sich die Tests dieser kognitiven Fähigkeiten anguckt, dann hat man nochmal Tests, die halt mehr oder weniger miteinander zusammenhängen und nochmal Unterfaktoren bilden. Und eine Ebene nochmal drunter liegen halt diese einzelnen spezifischen Fähigkeiten. Da werde ich jetzt auch gar nicht so weiter drauf eingehen. Das Wichtige ist eigentlich einfach nur zu sagen, es gibt eine unglaublich lange Forschungstradition. Das ist so das, was in der Psychometrik also als Grundlage der Diagnostik häufig dient. Und das ist auch eine Kombination aus dem Modell von Cattell, das eben nur von einem G-Faktor ausging und die einzelnen Unterkategorien und, soweit ich weiß, Horn, weil ich da jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher bin, aber der eben den G-Faktor nochmal auf einer Ebene darunter in fluide und kristalline Intelligenz aufgeteilt hat, was halt auch immer noch irgendwie standardmäßig so verstanden wird im Alltagsgebrauch quasi in der Diagnostik. Es gibt halt die fluide Intelligenz, die eher die Fähigkeiten ausdrückt, sich eben an neue Situationen anzupassen, irgendwie Dinge, die nicht direkt mit erlerntem Wissen zusammenhängen, und die kristalline Intelligenz quasi, die das Wissen, das man sich aneignet innerhalb des Lebens, aber eben auch das kulturell erworbene Wissen auch mit abbildet. Also wer da noch ein bisschen mehr dazu sich angucken will, dem sei hier der ein Artikel von Tanja empfohlen unter link.mensa.de/chc oder eben von einem der wichtigsten Forscher dieser Theorie unter iqscorner.com. Da habe ich auch diese schöne Übersicht über die Entwicklung des CHC-Modells in den letzten 100 Jahren her. Das ist quasi so die Theorie, die in der psychologischen Praxis Verwendung findet und bei Intelligenztests. Es gibt tatsächlich noch eine andere, als gleichwertig angesehene, in dem Sinn, dass sie halt von Kognitionswissenschaftlern eher verwendet wird und teilweise so ein bisschen besser die Datenlage abbildet, aber im Endeffekt ist auch immer die Frage, wofür nutzen wir eine Theorie? Also nur weil eine Theorie auf einer bestimmten Ebene etwas ein bisschen besser beschreibt, heißt nicht, dass die andere Theorie nicht auch sinnvoll praktisch anwendbar ist.
Das ist das GVPR-Modell quasi, das eben von diesen drei breiteren Domänen ausgeht, nämlich verbalen Fähigkeiten, Wahrnehmungsfähigkeiten bzw. Verarbeitung, also schnelle Verarbeitung oder Aufmerksamkeit, wie auch immer, und dann noch die mentale Rotation. Und das Schöne an diesem Modell ist einfach nur, dass es sich halt sehr gut damit deckt, dass wir schon eine gewisse Lateralität im Gehirn haben, auch wenn es jetzt keine linkshirnigen oder rechtshirnigen Menschen gibt. Das ist ein überholter Mythos. Es ist doch so, dass verbale Fähigkeiten eben im Durchschnitt bei den meisten Menschen eher auf einer Seite des Gehirns und nicht verbalen Fähigkeiten auf der anderen Seite angesiedelt sind, und die mentale Rotation ist etwas, was tatsächlich eher beide Gehirnhälften beansprucht quasi, wobei man auch da sagen muss, das basiert natürlich immer auf Korrelationsstudien, meistens fMRI-Studien. Es ist nicht so, dass nur weil wir eine stärkere Aktivierung in der einen Gehirnhälfte haben, dass die andere Gehirnhälfte daran nicht beteiligt wäre. Ist ja auch unsinnig anzunehmen, dass quasi während wir einer bestimmten Tätigkeit nachgehen, der Rest des Gehirns einfach komplett abschaltet. Es ist immer alles irgendwie mit daran beteiligt. Das ist nur stärker quasi die eine oder andere Seite beteiligt. Was an diesen beiden Theorien eine Gemeinsamkeit ist, dass sie halt von G als verursachenden Faktor, als dahinterliegenden Faktor ausgehen, wobei da halt nicht genau klar ist oder halt nicht genau gesagt wird, was ist dieser Faktor? Ist das eine, also in der Geschichte war es, glaube ich, von Spearman wurde es als mentale Energie bezeichnet, das ist irgendwie was Psychologisches, ist es was Biologisches, das irgendwie im Gehirn liegt, oder man kann es nicht so genau sagen. Auch das THC-Modell geht, glaube ich, inzwischen nicht mehr wirklich davon aus, dass es halt diesen G-Faktor als etwas, als einzelnen feststehenden Faktor gibt, aber es ist halt statistisch so, dass der G-Faktor quasi einen Einfluss auf die darunterliegenden Ebenen hat. Es gibt auch noch neuere Theorien, zum Beispiel von dem ungarischen National Supervisory Psychologist von Mensa, der eben, diese Theorie geht eben eher davon aus, wir haben unterschiedliche Netzwerke im Gehirn, die miteinander interagieren, und diese Interaktion untereinander, sorgt als emergentes Phänomen quasi dafür, dass wir einen übergeordneten Faktor haben. Also dass einfach die Richtung quasi umgekehrt. Process Overlap Theory heißt die, wer da sich noch ein bisschen mit auseinandersetzen möchte. Wobei die eben auch davon ausgeht, dass es hauptsächlich exekutive Funktionen sind, die von allen diesen Domänen quasi mit gebraucht werden, um zu funktionieren, die dann halt diesen G-Faktor auch mit verursachen quasi, aber das CAC-Modell ist da auch so ein bisschen, widerspricht dem teilweise auch, weil man die exekutiven Funktionen gut auch in andere Domänen mit eingliedern kann, aber es ist halt einfach noch aktuell offene Forschung, was man genau unter diesen Exekutivfunktionen versteht. Was halt ein Umbrella-Term ist, unter dem vieles fällt quasi. Und dann noch andere Theorien, wo ich später auch nochmal ganz kurz drauf eingehen werde, die eben einfach davon ausgehen, dass der G-Faktor dadurch entsteht, dass man einfach unterschiedliche Prozesse innerhalb des Gehirns hat, die sich gegenseitig positiv verstärken. Also Mutualism Theory quasi oder Wired Intelligence Theory. Das kommt eher so aus der Biologie, benutzt auch statistische Methoden, statistisch-physikalische Modellierungen, die eher aus der Biologie kommen, die so Wachstumsprozesse beschreiben, die aber zum Beispiel auch gut den G-Faktor erklären können, aber eben auch eine sehr gute statistische Basis dafür bieten, dass wir ja den Jensen-Effekt haben, also dass es unter
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen Unterschiede im IQ gibt, ohne dass man das Ganze direkt auf irgendwelche genetischen Unterschiede zurückführen muss. Denn wenn ja bestimmte positive Feedback-Loops quasi existieren, die immer zu einer besseren Ausbildung anderer Fähigkeiten auch indirekt führen, dann ist das auch eine mögliche Erklärung, beziehungsweise ist auch eine bessere Erklärung sogar für die Datenlage, weil man es mathematisch beschreiben kann und es sich eben mit der Datenlage deckt. Aber nur so mal ganz grob ein Überblick über die Intelligenztheorien, und ich denke, damit ist auch die Behauptung, es sei nicht gut definiert oder die Forschung wisse da gar nicht, was sie tut, glaube ich, gut, aber absurdum geführt, wenn man nur mal so einen groben Überblick darüber bekommt, was da an Theorien auch allein in der psychometrischen Forschung schon so in den letzten 100 Jahren auch, oder das sind jetzt eher die letzten 10, 20 Jahre was da so passiert. Und da sind wir jetzt noch nicht mal bei den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen quasi. Eine andere Kritik ist immer, es ist nur ein statistisches Artefakt. Wenn es nur ein statistisches Artefakt ist, ist es ein sehr, sehr nützliches Artefakt, das mit unglaublich vielen Dingen zusammenhängt und ein deutlich besserer Prädiktor für viele Dinge ist als viele andere Sachen, die wir haben. Aber auch da ist es halt einfach ein Fakt. Wir haben über Jahrzehnte, über 100 Jahre quasi hunderte, tausend Menschen untersucht mit hunderten verschiedenen Testverfahren, verschiedensten statistischen Methoden, und am Ende kommt immer dieser G-Faktor raus. Also das kann man quasi auch selber nachvollziehen, wenn man sich ein bisschen mit Statistik auskennt. Hier auf dieser Website, die ich hier mit verlinkt habe, da gibt es zum Beispiel die gesamten Datensätze, auf denen das anfängliche CHC-Modell basiert. Man kann das alles nachrechnen, man kann sich das selber angucken. Das sind halt einfach tausende Daten an durchgeführten IQ-Tests. Und wenn man eben einen breiten Pool an Aufgaben hat, der eine breite Fähigkeitenbereiche oder viele kognitive Fähigkeiten abdeckt und, was auch noch wichtig ist, Menschen auf verschiedensten Leistungsniveaus testet, also nicht nur Studenten zum Beispiel, dann bekommt man am Ende immer einen G-Faktor, der nahezu perfekt, also Punkt 9 bis Punkt 9 quasi mit anderen G-Faktoren aus anderen Tests zusammenhängt. Eine ganz interessante Studie in dem Zusammenhang ist auch von Kiroga et al. Aus 2015, der einfach verschiedenste Videospiele genommen hat und daraus dann einen G-Faktor erstellt hat, der dann genauso hoch mit anderen G-Faktoren aus Intelligenztests korreliert. Also da ist irgendetwas. Und es ist auch nicht so, dass es unterschiedliche Intelligenzen gibt. Es gibt auf jeden Fall irgendetwas. Also diese ganzen kognitiven Fähigkeiten hängen irgendwie zusammen. In der Tradition von Thurston, der halt behauptet hatte, beziehungsweise, dass es einzelne Faktoren gibt, wobei man sagen muss, das ist durchaus im CHC-Modell schon auch mit abgebildet, aber eben auf einer Ebene darunter quasi. Es gibt unterschiedliche Domänen, kognitive Domänen, aber auch die hängen mindestens leicht miteinander positiv zusammen. Es gibt also nicht musische, sexuelle, kinetische, wie auch immer, Intelligenz, was wahrscheinlich auch mit Howard Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen populär wurde, aber es gibt einfach die empirische Datenlage dazu nicht. Das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, immer mindestens leicht positiv, und wer da noch ein bisschen mehr sich dazu einlesen will, wir hatten da ja so eine Social Media Kampagne anlässlich der Brain Awareness Week unter mensa.de/brainawarenessweek21, BAW21, kann man da noch ein bisschen mehr dazu lesen. Genau, jetzt kommen wir zur Relevanz, beziehungsweise erstmal, was gab es denn noch so in den letzten 100 Jahren an Langzeitstudien? Es
gab eben so eine Studie von Thurman, die 1928 begonnen hat und die wohl auch bis heute noch fortgesetzt wird. Und es gab viel Kritik an der Methodik dieser Studie, aber trotzdem kann man daraus schon einige Schlüsse bezüglich der Relevanz ziehen. Und zwar, er hat in einer Klasse quasi den Besten, den Zweitbesten und ich glaube auch den Drittbesten von einem Lehrer auswählen lassen und dann noch einen Kontrollprobanden quasi. Und natürlich wussten die Kinder dann, dass sie ausgewählt wurden, aber die wurden intensiv begleitet und immer wieder untersucht und man hat halt dabei festgestellt, sie waren physisch gesünder, sie waren bis zu 8-mal erfolgreicher, was das Akademische angeht, im Sinne von, sie haben eher einen Doktortitel erlangt, sie waren eher Professoren, es war nicht so, dass alle Akademiker wurden, aber es war halt deutlich wahrscheinlicher, dass sie Akademiker wurden. Natürlich gab es da starke Überlappungen auch mit dem sozioökonomischen Status. Die Kritik daran ist schon berechtigt, aber man hat halt an dieser Langzeitstudie einfach gesehen, es gibt eher positive Effekte. Eine andere Langzeitstudie aus den 70ern, an der übrigens zum Beispiel auch damalige CTO von Apple und Lady Gaga interessanterweise auch teilgenommen haben als Hochbegabte, zeigt eigentlich, dass was Ähnliches, wer eine hohe Intelligenz hat, hat halt einfach mehr Erfolg im Leben. Woran das natürlich die Frage ist, wie definiert man Erfolg, aber nach den Kriterien, die in dieser Studie dann damals auch angelegt wurden. Und eine dritte sehr interessante Langzeitstudie, auch aus den mit Beginn in den 20ern, die Scottish Mental Survey, da wurden quasi alle 11-Jährigen eines gesamten Jahrgangs, waren circa 90.000 Kinder getestet. Und der IQ war einfach unglaublich stabil, hat auch die gleichen positiven Vorhersagen quasi oder nachträglich hat man eben auch gesehen, dass es sehr viele positive Zusammenhänge gab mit Gesundheit, mit gesundem geistigem Altern und auch, dass der IQ halt sehr stabil war, relativ stabil war im Verlauf des Lebens. Hier habe ich noch eine Grafik, die das auch ganz gut zeigt, wie das ungefähr ist, also wenn man eben von dieser kristallinen und fluiden Intelligenz ausgeht, das ist so, dass die Fluide eben einen Peak hat im jungen Erwachsenenalter, so 30 rum und dann langsam immer weiter abnimmt. Da gehe ich nachher noch so ein bisschen drauf ein, was da die Gründe dafür sein könnten. Und das kristalline Wissen, das, was man erlernt, natürlich immer weiter an zunimmt im Verlauf des Lebens. Genau, und worauf ich damit eigentlich hinaus wollte, dieses Zitat einer Intelligenzforscherin fand ich sehr schön. Life is a long mental test battery. Wir brauchen einfach diese kognitiven Fähigkeiten an unterschiedlichsten Stellen innerhalb unseres Lebens. Und es gibt halt einfach unglaublich viele Meta-Analysen. Das sieht dann ungefähr so aus wie hier oben rechts eine Meta-Analyse, dass man ganz viele Studien nimmt quasi, sich anguckt, wie viele Teilnehmer haben die Studien, das dann daran gewichtet. Heutzutage gibt es auch immer mehr statistische Methoden, dass man eben Publication Bias rausrechnet und alles Mögliche, aber im Endeffekt haben wir eben diese ganzen Meta-Analysen und die sagen alle, Intelligenz ist ein guter Prädiktor, meist der beste Prädiktor, den wir haben im Vergleich zu anderen Faktoren für Schulleistungen, akademische Leistungen, eben die Langzeitstudien, die ich gerade kurz erwähnt habe, Berufserfolg, für die Personalauswahl. Natürlich ist es im Berufsleben sind andere Dinge auch wichtig, Disziplin, soziale Fähigkeiten, einfach Wissen über die Tätigkeit und so weiter.
an sich die Persönlichkeit, aber trotzdem ist Intelligenz der beste Prädiktor. Man kann halt ganz viele andere Methoden nehmen, Persönlichkeitstests oder so. Und wenn man die alle zusammenpackt, ist es dann ungefähr so gut, wie wenn man einfach einen Intelligenztest nimmt. Das ist, in Deutschland werden Intelligenztests ganz selten eingesetzt, in den USA deutlich häufiger. Das ist eigentlich auch das, was man tun sollte, wenn man die wissenschaftlichen Befunde dazu ernst nimmt. Einkommen, Gesundheit, Sterblichkeit, auch da gibt es eben diese riesigen Langzeitstudien, die das belegen und eben das kognitive Altern. Dazu ist auch ganz interessant die Cognitive Reserve-Hypothese, wer sich da noch ein bisschen mit beschäftigen will. Aber muss natürlich dazu sagen, das sind Korrelationsstudien. Man muss sich immer fragen, wofür wurden die Tests eingesetzt, die da benutzt wurden? Zum Beispiel, wenn von SATs, das sind ja diese Studienzulassungstests in den USA, die man halt quasi durch ihre breite Abdeckung von Fähigkeiten und die Länge auch als IQ-Tests ansehen kann. In den USA wurden die teilweise auch als IQ-Tests bei Mensa anerkannt, weil die einfach so hoch mit einem IQ-Test gemessenen IQ-Wert zusammenhängen. Aber trotzdem testen die halt eigentlich etwas anderes. Dann ist die Frage, was noch im Sinne von, was wird beim Test noch gemessen? Wird die Aufmerksamkeit gemessen, wie müde jemand ist oder sonstiges? Und was noch im Sinne, worauf kommt es in diesem Bereich, den wir uns angucken, zum Beispiel Berufsleben oder so, worauf kommt es da noch an? Und dann natürlich, worauf basiert unser Test? Basiert der auf einer Normgruppe der Gesamtbevölkerung, basiert er auf einer Normgruppe von Realschülern und wir haben Menschen mit Abitur, die den Test gemacht haben, ist er natürlich weniger aussagekräftig. Und natürlich sind das eben, wie gesagt, nur Korrelationsstudien und das Vorurteil, Hochbegabte schreiben, alle gute Noten bringen immer gute Leistungen, das wissen wir ja selber, dass das nicht immer der Fall ist. Und genau, darum hier diese rote Flagge. IQ hat eine hohe Relevanz, aber es ist eben nicht das Einzige. Es ist halt nur etwas, womit wir sehr gut Dinge vorhersagen können. So. Genau, und dazu einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also innerhalb der letzten 100 Jahre hat sich gezeigt, wir haben einen mehr oder weniger starken, immer positiven Zusammenhang einzelner kognitiver Fähigkeiten beziehungsweise Tests von kognitiven Fähigkeiten, die positive Mannigfaltigkeit mit verschiedensten statistischen, faktorenanalytischen Methoden lassen sich Gruppen von stärker miteinander zusammenhängenden Tests und kognitiven Fähigkeiten finden, die aber eben wiederum alle mit einander zusammenhängen und mit dem sogenannten G-Faktor zusammenhängen, also diese hierarchische Natur der Intelligenz und den G-Faktor. Wenn wir halt breit genug testen, quasi kommt am Ende immer dieser G-Faktor raus und der hat halt eine hohe Aussagekraft für viele Dinge. Egal, wie wir den jetzt genau schätzen, auch eine Schätzung durch Videospiele dürfte am Ende etwas bringen. Je nachdem, was wir genau herausfinden wollen. Es ist einfach ein guter Prädiktor für vieles. Er ist relativ stabil, aber es ist nicht das Einzige, worauf es im Leben ankommt. Okay, dann so viel mal zu den Grundlagen. Was ist Intelligenz? Und dann kommen wir zum Gehirn. So, muss ich hier das nochmal wegtun. Ah. So, genau. Also, wir werden erschlagen von bunten Bildern. Das war tatsächlich auch meine Absicht an der Stelle. Und zwar wollte ich damit einfach mal zeigen, wie viel sich getan hat, wie viele Daten, wie viele unterschiedliche Methoden sich in den letzten tatsächlich auch erst Jahrzehnten entwickelt haben. Wir haben angefangen mit der Überzeugung quasi, dass wir anhand der Schädelform irgendwie bestimmte Persönlichkeitsmerkmale erkennen können, was sich natürlich als falsch herausgestellt hat. Aber es ging damals schon so in die Richtung, wir haben das Gehirn ist
zuständig für bestimmte kognitive Fähigkeiten, für bestimmte Dinge und wir können am Gehirn etwas ableiten. Was das ist, ist dann natürlich die Frage mit Einführung der Mikroskopie, mit immer besserer Kartografierung des Gehirns, mit einer immer besseren anatomischen Beschreibung des Gehirns, haben wir immer mehr herausgefunden, wo sind bestimmte Bereiche im Gehirn, die anscheinend mit bestimmten kognitiven Fähigkeiten zusammenhängen. Und zusätzlich zu diesen methodischen Fortschritten in der Biologie, würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir zwei Weltkriege gehabt. Klingt erstmal komisch, aber sehr viel unseres Wissens der letzten 100 Jahre, bis wir die bildgebenden Verfahren dann irgendwann hatten, basiert einfach darauf, dass wir bestimmte Erkrankungen haben oder bestimmte Verletzungen haben. Wir sehen hier das Bild von Phineas Gage, ist vielleicht manchen ein Begriff, ein Eisenbahnarbeiter, der eine Eisenstange durch den Schädel gerammt bekommen hat, weil er aus Versehen eine Dynamitstange mit dieser Eisenstange ausgelöst hat. Und der hat halt ein sehr spezifisches Areal in seinem Frontallappen verletzt gehabt. Er konnte danach sein Leben eigentlich normal leben. Er konnte seinem Job weiter normal nachgehen. Er hat vieles ohne Probleme noch gekonnt, aber er war auf einmal sehr impulsiv, hat Menschen beleidigt, hat sein ganzes Geld ausgegeben, war wirklich sehr wesensverändert. Und aus solchen Läsionsstudien quasi basierte halt auch lange viel unseres Wissens und auch heute noch sind Läsionsstudien ein wichtiger Teil der Neurowissenschaften. Und bis es dann eben irgendwann zu den bildgebenden Verfahren kam. Und da haben wir halt in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Sprünge gemacht. Wir haben unglaublich viele Daten. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Daten bei irgendwelchen Forschern noch liegen quasi, wo sie sich denken, ja, da könnte mal jemand eine Doktorarbeit draus machen, die kommen gar nicht hinterher, das alles auszuwerten quasi. Und trotzdem sind unsere Messmethoden immer noch relativ ungenau. Und das zeigt halt auch so ein bisschen, wie komplex eigentlich das Gehirn ist. Es geht halt von diesen PET-Aufnahmen, fMRI-Aufnahmen zu diffusen Tensor Imaging da auch irgendwelche Netzwerkanalysen, die man dann halt mithilfe dieser Daten durchführen kann. Ganz neu ist eben MEG, was heißt ganz neu, aber es ist halt noch sehr teuer und darum gibt es noch nicht so viele Geräte davon. Es kommt immer mehr und gleichzeitig wird auch immer unsere Rechenleistung besser. Das, was wir hier sehen, dieses Bunte, das ist ein mini kleiner Ausschnitt aus dem Gehirn quasi. Das sind alles Neuronen, die simuliert werden. Und hier, wenn ich diese Animation hier nochmal starte, hier sehen wir jetzt das Gehirn einer Maus. Das sind EEG-Ableitungen hier an der Stelle. Aber das, was wir hier messbar, sichtbar gemacht haben, das können wir inzwischen in der Größe eines Fliegengehirns auch schon komplett simulieren. Und das Mooresche Gesetz sagt vielleicht dem einen oder anderen was, unsere Rechenleistung wird immer besser, exponentiell. Und es wird nicht mehr so lange dauern, bis wir auch ein Gehirn komplett simulieren können. Das Human Brain Project hat viel Kritik bekommen. Aber es hat auch dazu geführt, dass viele Forscher zusammenarbeiten, Methoden austauschen und dass wir zum Beispiel inzwischen ein Fliegengehirn komplett simulieren können. Und so geht das immer weiter. Jetzt zurück zur Intelligenz, aber trotzdem nochmal so ein bisschen zu den Methoden. Das, was wir aktuell haben, ist schon sehr gut. Aber es ist auch immer noch nicht das Beste. Also hier ist auch nochmal ein schönes Zitat eines Forschers. Es ist so, als würden wir versuchen, das Prinzip der Sprache zu verstehen, indem wir uns die gesamte Aufnahme einer Stadt anhören. Wir haben einfach, wir wollen mini kleine
dynamische Prozesse im Gehirn an Synapsen erkennen und haben, was die Auflösung angeht, immer noch nicht sehr viel. Also wenn man sich so ein MRT anguckt, die besten MRTs, von denen es halt auch noch nicht so viele gibt, die haben trotzdem eine Voxelauflösung, also ein dreidimensionaler Pixel von 0,3 Millimeter. Das ist ultra klein. Natürlich haben wir auch andere Methoden, die so ein bisschen besser räumlich aufgelöst sind. Dafür sind sie dann teilweise vielleicht zeitlich schlechter aufgelöst. Und wir haben auch immer so einen Trade-off zwischen, ja, was können wir quasi damit sagen. Also gerade die bekanntesten, weil schon am längsten vorhandenen Methoden, PET-Untersuchungen, fMRI-Untersuchungen, da reden wir von Minuten bei PET-Untersuchungen beziehungsweise bei Sekunden, wo wir den Glukosemetabolismus, inzwischen auch andere Dinge oder halt die Durchblutung im Gehirn messen können. Das sagt uns aber nichts über die genauen Vorgänge zwischen den Neuronen aus, wo wir ja innerhalb eines solchen Voxels, um hier nochmal ganz kurz zurückzugehen, ja tausende dieser kleinen Blöcke quasi haben. Das ist alles nicht so einfach. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie die Intelligenz da quasi, auf welcher Ebene die Intelligenz da quasi ist. Wir haben diese kognitiven Fähigkeiten, die halt Verhalten verursachen. Und gleichzeitig läuft etwas im Gehirn ab. Das können wir eben über den Metabolismus, über die neuronalen Signale, die wir da haben, elektrischen Signale oder über Moleküle, die da ausgegeben werden, können wir uns das halt angucken. Aber es ist einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Natürlich gibt es immer wieder neue Methoden, die noch genauer sind, noch besser sind, aber das ist quasi der aktuelle Stand. Und nochmal so ein bisschen um auf die Neurowissenschaften zurückzukommen. Wir haben eben diese verschiedensten Ebenen, auf denen wir uns die Intelligenz auch angucken können. Und ich werde jetzt auch eben insbesondere die molekularen und zellulären Neurowissenschaften, auch genetische Aspekte werde ich heute einfach mal rauslassen, weil, ja, wie gesagt, dafür ist nicht die Zeit. Ich komme auch nicht aus der Biologie, aber auch da haben wir unglaublich viele Fortschritte und das Schöne ist auch, es wird immer mehr kombiniert. Diese Bereiche arbeiten immer mehr zusammen. Wir haben Moleküle, Neurotransmitter, Hormone, wie auch immer, die DNA, die innerhalb von Zellen irgendwas macht. Wir können diese Zellen mit systemischen, netzwerktheoretischen Methoden beschreiben und haben Neuronenverbünde, die da irgendwie arbeiten und die verursachen dann Verhalten, das wir messen können oder halt auch, wir haben Theorien darüber, was für bestimmte kognitive Fähigkeiten es gibt und das können wir dann wiederum messen, indem wir unsere Versuchspersonen bestimmte Tätigkeiten durchführen lassen, um dann Rückschlüsse zu ziehen, welche Bereiche des Gehirns sind mit bestimmten kognitiven Fähigkeiten verbunden. Wir können uns natürlich, und damit steigen wir dann direkt ein, einfach mal das Gehirn an sich angucken. Also jetzt gar nicht mal die Aktivierung im Gehirn, sondern wie groß ist zum Beispiel das Gehirn? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge mit der Intelligenz? Ja, gibt es. Die sind moderat, aber es gibt unglaublich viele Studien inzwischen. Da würde ich gleich nochmal eine kleine vorstellen. Die sagt, es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen dem Gehirnvolumen und der Intelligenz. Das kann man sich auch angucken im Vergleich zu anderen Tieren quasi. Da sehen wir, okay, wir haben als Menschen ein relativ großes Gehirn im Vergleich zu unserer Körpermasse, aber es ist auch nicht das größte im Vergleich. Wenn man sich die Tiere hier so anguckt, heißt das auch nicht unbedingt, dass es da ein so starker Zusammenhang stehen muss, weil wir können jetzt nicht sagen, ist ein Elefant sehr viel weniger intelligent als eine Maus oder ist eine Maus deutlich intelligenter als ein Affe. Ist natürlich schwer zu messen, aber wir können uns angucken, wie ist die weiße White Matter
im Gehirn, also die großen Nervenfasern, die Verbindungen quasi im Gehirn verteilt. Wir können uns da mit verschiedensten Methoden die fraktionale Anisotropie angucken, also quasi die Durchlässigkeit des Gehirns innerhalb dieser Nervenfasern. Wir können nämlich einfach gucken, wie sind die angeordnet, wie fließt da quasi das Wasser durch und dann daraus Rückschlüsse ziehen. Also da entstehen dann diese schönen bunten Bilder hier, die sehr cool aussehen, finde ich. Gibt es da Zusammenhänge mit der Intelligenz? Werde ich auch nochmal nach ein bisschen drauf eingehen. Genauso die Cortical Gray Matter, also die Dicke auch, dass der Großhirnrinde quasi an bestimmten Stellen, auch da gibt es Zusammenhänge mit voxelbasierter Morphometrie gemessen, werde ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Und auch sehr interessant ist, es gibt eine Studie, wo Fjell et al. 2015 eben sehr gut dargelegt haben, dass die Faltung quasi des Gehirns, wie ist das bei einem Gehirn, das wächst, wie stark wächst das im Volumen an bestimmten Stellen und wie stark faltet sich das, dass das wohl auch irgendwie mit Intelligenz zusammenhängt. Da gibt es Befunde zu und das Gleiche gibt es auch, wenn man sich das im Vergleich des Menschen mit anderen Tierarten in der Evolutionsgeschichte anguckt. Also dieses das Gehirn breitet sich innerhalb der Evolution oder innerhalb des Wachsens beim Menschen quasi aus, wird immer hängt auch mit der Intelligenz zusammen. Nochmal so im Detail ein bisschen zum Hirnvolumen, weil es doch das mit am besten untersuchteste ist. Wir sehen hier mal, wie das dann aussieht. Auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie schlecht aufgelöst quasi das ist, was wir haben. Das sieht jetzt hier sehr verpixelt aus. Das liegt aber nicht daran, dass ich ein schlechtes Bild rausgesucht habe, sondern dass das tatsächlich so schlecht aufgelöst ist. Die Schlüsse, die wir da ziehen, basieren darauf, dass wir hunderte Menschen mit MRTs untersuchen und diese Bilder des Gehirns, das quasi nur aus verschiedensten Grauabstufungen besteht, übereinander legen. Wir müssen das dann auch anpassen, damit die Gehirne übereinander passen quasi. Wir wollen das ja auch vergleichen. Und dann gucken wir uns an, wie groß ist das Volumen an der Stelle. Weil wir können natürlich die Menschen auch aufschneiden und das Gehirn untersuchen, aber das ist ja das Schöne am MRT, dass wir das nicht mehr müssen und auch schon in vivo, während der Mensch noch lebt, das untersuchen können. Also da gab es schon mehrere Meta-Analysen dazu. Aus Anfang der Nullerjahre, die hatten immer so Punkt 3 an Korrelation. Ich denke, Korrelation dürfte den meisten ein Begriff sein. Also einfach geht von 0 bis 1. 1 wäre ein perfekter Zusammenhang, 0 eben kein Zusammenhang. Und mit Punkt 3, beziehungsweise hier eine Studie, die relativ aktuell ist, eine Meta-Analyse, beziehungsweise keine Meta-Analyse, man hat Datensätze, die bereits vorhanden sind, genommen und nochmal reanalysiert, mit eben einer sehr großen Anzahl an Menschen, über 13.000 und dabei halt auch eine Präregistrierung, eine strikte eingehalten, die Störvariablen alle mit einbezogen, Publication Bias mit einbezogen und da kommen wir dann halt auf Punkt 2 ungefähr. Das heißt, irgendwo zwischen Punkt 2 und Punkt 3 wird es wahrscheinlich liegen. Also es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen Hirnvolumen und Intelligenz, aber der ist auch nicht sehr groß und am Ende ist es auch wieder die Frage, was sagt der uns genau? Einfach irgendwas ist größer bei intelligenten Menschen, aber das kann man sich natürlich jetzt noch genauer angucken. Das hier ist jetzt ein Teil des Hirnstamms, der hängt mit der Intelligenz nicht direkt zusammen, aber das Bild war Creative Commons, darum habe ich es genommen. Aber auch hier sieht man eben nochmal sehr schön, wie verpixelt quasi eigentlich diese Datenbasis ist, die wir da haben. Das heißt nicht, dass die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, nicht aussagekräftig sind, aber das ist halt trotzdem mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.
Und da gibt es halt einfach unzählige Studien, die halt die kortikale Dicke an bestimmten Stellen des Gehirns mit der Intelligenz in Verbindung bringen. Aber auch hier sind das wieder sehr moderate Zusammenhänge. Und das dann halt auch nur an bestimmten Stellen. Zum Beispiel teilweise war das an temporalen Bereichen, teilweise am anterioren singulären Kortex, also hier direkt über dem Corpus callosum. Da werde ich aber auch später noch mal ein bisschen was dazu sagen, warum das nicht so verwunderlich ist. Aber ja, das kann man eigentlich so festhalten. Es gibt auch da, wenn man sich einzelne Bereiche noch mal genauer anguckt, auch gewisse Zusammenhänge. Und genauso bei subkortikalen Regionen, also nicht der Großhirnrinde, sondern eher das, was hier unter dem Corpus callosum liegt. Ja. Und dann zu einer weiteren Methode, beziehungsweise was wir uns noch angucken können, ist die strukturelle Konnektivität. Das hatte ich ja vorhin schon einmal kurz erwähnt. Wir können uns die White Matter angucken, die Verbindungen im Gehirn mit zum Beispiel Diffusen Tensor Imaging. Das ist so das, was State of the Art ist, um das zu untersuchen aktuell. Und bei diesen Untersuchungen hat man halt herausgefunden, es gibt bestimmte White Matter Tracts quasi im Gehirn, die verschiedenste Bereiche miteinander verbinden. Genau, und hier gibt es auch Zusammenhänge mit der Intelligenz. Es ist aber nicht so, was man ja vielleicht vermuten könnte, einfach, dass umso mehr Verbindungen da sind, umso intelligenter. Wäre ja jetzt erstmal eine gar nicht so abwegige Annahme, aber es ist tatsächlich nicht so. Die Gesamtdiffusivität, quasi die Gesamtdurchlässigkeit, hängt nicht direkt mit der Intelligenz zusammen, aber bestimmte regionale Verbindungen quasi. Das war insbesondere in einer neueren Übersichtsarbeit von tatsächlich aus diesem Jahr noch, die Sashi et al. Insbesondere das Corpus callosum, also die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften, der rostrale anteriore singuläre Kortex, das ist eben hier das quasi, wo der Pfeil so grob drauf zeigt, direkt über dem Corpus callosum. Das hat viel mit Auswahl von bestimmten Reizen zu tun, mit Impulskontrolle, solche Dinge. Hier sieht man es auch auf dem Bild nochmal etwas besser. Und auch die Verbindung zwischen frontalen und parietalen Arealen, teilweise auch die Verbindung dieser Areale mit temporalen Arealen und dann eben auch nochmal, wenn man sich im Detail anguckt, zwischen eher in der linken Hemisphäre bestimmte Zusammenhänge mit dieser Konnektivität, was den verbalen IQ angeht und in der rechten Hemisphäre, was den nonverbalen IQ angeht. Was sich halt auch so ein bisschen mit dieser Theorie, GVPR-Theorie deckt, die ich vorhin einmal ganz kurz angerissen habe. Und das ist jetzt auch wieder nur strukturell. Wir wissen nur die Verbindungen, wenn sie ausgeprägter sind, wenn die White Matter da dichter gepackt ist, wenn es da bessere Verbindungen, eine bessere Leitung gibt, quasi zwischen bestimmten Bereichen, dann sagt uns das etwas über die Intelligenz, aber eben auch nur moderat. Und daraus kann man dann aber in einem weiteren Schritt, da werde ich später nochmal drauf eingehen, eben auch Schlüsse über die Effektivität dieser Netzwerke ziehen. Und jetzt gehen wir auch noch mal einen Schritt zurück, nämlich zu funktionalen Befunden und der Theorie der neuronalen Effizienz im Sinne von zu Beginn des Neuroimaging-Zeitalters, als es die ersten bildgebenden Verfahren quasi in der Forschung immer mehr Anwendung fanden, gab es erste PET-Untersuchungen, also Untersuchungen des Glucosemetabolismus im Gehirn, über mehrere Minuten, indem man radioaktive Tracer quasi initiiert und dann guckt, wie viel
Glucose wird in verschiedenen Bereichen des Gehirns konsumiert, benutzt, wie auch immer. Und da hat eben Haier 1988 in einer sehr kleinen Stichprobe, die aber trotzdem viel Aufsehen erregt hat, quasi geguckt, was passiert im Gehirn, wenn jemand Ravens-Matrizen löst. Also Ravens-Matrizen sind, wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen, quasi so etwas wie hier unten. Also wir haben einfach bestimmte Symbole, die irgendeiner Logik folgen und wir müssen dort etwas ergänzen. Und was sich eben gezeigt hat, ist, dass diese Matrizen mit der beste Test sind, um die fluide Intelligenz zu messen, neben verbalen Analogien und aber auch damit der beste Test quasi, um den G-Faktor, also das Nächste, was woran wir rankommen, quasi um die Intelligenz zu messen. Das kann man am besten mit solchen Matrizen machen. So, entschuldigt das Rumspringen. Und da gab es halt sehr widersprüchliche Befunde, weil die Aktivierung im Gehirn war weniger stark im Gesamtgehirn und zwar deutlich weniger stark als also bei intelligenten Teilnehmern quasi als bei weniger intelligenten Teilnehmern. Das ist ja erstmal auch kontraintuitiv. Müsste nicht eigentlich mehr im Gehirn passieren, wenn jemand Intelligenzaufgaben löst und dabei gut ist. Das Gleiche hat man dann auch nochmal mit anderen Aufgaben gemacht, zum Beispiel bei einer Satzverständnisaufgabe. Da wurden fMRI-Untersuchungen durchgeführt und da wurden dann die untersuchten Personen vorher in zwei Gruppen oder danach in der Analyse in zwei Gruppen geteilt, nämlich eine Gruppe mit durchschnittlichen und eine mit überdurchschnittlicher Arbeitsgedächtnisleistung. Und Arbeitsgedächtnis hängt halt auch sehr stark mit dem G-Faktor zusammen. Und das Interessante, was man da betrachten konnte, ist, dass es in Bereichen, die mit der Sprachanalyse, also eigentlich das, was die Leute bei dieser Aufgabe auch erledigen sollten, dass diese Bereiche weniger stark bei den guten oder mit hohem Arbeitsgedächtnisspeicher ausgestatteten Versuchspersonen quasi war. Also es gab weniger Aktivierung. Aber umso komplexer die Sätze wurden, die analysiert werden sollten oder verstanden werden sollten, umso mehr nahm dann die Aktivierung auch zu. Das Ganze hat man dann auch noch gemacht mit Tetris-Aufgaben, die ja eigentlich sehr komplex sind, weil es halt viel mentale Rotation auch beinhaltet. Und auch mit Sprachgedächtnisaufgaben. Und da kam man dann am Ende zum Schluss, das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass man einfach bei intelligenten Menschen mehr Effizienz hat bei der Verarbeitung. Das könnte diese widersprüchlichen Befunde erklären. Warum gibt es weniger Aktivierung, obwohl die Menschen ja intelligenter sind? Aber auch da, das Gleiche hat man dann auch noch mit fMRI-Studien gemacht und diese Befunde ließen sich dann wieder replizieren, aber waren halt an vielen Stellen auch widersprüchlich. Und die Theorie, die man daraus abgeleitet hat, ist einfach so, dass Menschen, die intelligenter sind, weniger Neuronen aktivieren müssen, dass sie auch schneller lernen, welche Neuronen sie quasi nicht aktivieren müssen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und damit auch effizienter dabei sind. Aber da sind wir immer noch nur auf der Ebene funktionaler Befunde. Und da gibt es einen schönen Artikel auch dazu, kann ich nur empfehlen. Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data? Es ist eben auch so, dass wir nur sehr bedingt eben sagen können, was können wir eigentlich jetzt aus diesen fMRI-Daten direkt ableiten. Einerseits haben wir natürlich das Problem, dass wir eine gewisse Verzögerung haben, dass wir nur die Durchblutung quasi messen,
Und dann kommt noch dazu, dass wir zwar, wenn wir sagen, wir haben eine bestimmte kognitive Fähigkeit, die wir messen, indem wir die Leute etwas durchführen lassen und dann dabei gleichzeitig fMRI-Untersuchungen durchführen, heißt das aber nicht, wenn wir jetzt eine bestimmte Aktivierung finden im Gehirn, dass wir dann daraus schließen können, dass jetzt eine andere kognitive Fähigkeit daran auch beteiligt ist. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben ja eben diese Ravens-Matrizen und wir gehen davon aus, dass induktives Schlussfolgern als kognitive Fähigkeit gebraucht wird, aber auf einmal wird auch ein anderer Teil des Gehirns aktiviert, den wir eigentlich nur bei Aufmerksamkeit, bei Impulskontrolle oder bei irgendetwas anderem, muss man dann halt definieren, kennen. Und dann sagen wir, ah, okay, mit Intelligenz hängt also das und das auch zusammen. Aber das ist ja ein Fehlschluss. Das können wir nicht wirklich sagen. Das ist ja unter anderem eine Sache, warum man da vorsichtig sein muss mit so einzelnen, insbesondere mit einzelnen fMRI-Untersuchungen. Es sieht zwar, die Bilder sehen zwar schön aus. Es gibt auch Studien dazu, dass solche Hirnbilder Menschen eher davon überzeugen, dass eine dass etwas stimmt, wenn man die auch noch mit dazu fügt, aber das sagt uns immer noch gar nicht so viel aus über die Natur der Intelligenz, wenn man so sagen will. Genau, aber es gibt ja viele Studien inzwischen. Also von diesen Einzelbefunden weggehend hat man dann halt auch irgendwann schon gewisse Muster gefunden, indem man Meta-Analysen dieser Studien durchgeführt hat. Und eine auch wieder relativ aktuelle Meta-Analyse aus 2017 hat halt die alle bis dahin zum Thema fluide Intelligenz verfügbaren fMRI- und PET-Studien zusammengefasst und dann natürlich eh immer wieder, je nachdem, welche Aufgaben genau durchgeführt wurden, ging es eher um Regelableitungen oder Regelanwendungen, wie schwierig waren die Aufgaben, haben sich eben Aktivierungen in bestimmten Netzwerken finden lassen. Und insgesamt ist das auch das, was man dann so in der Forschung quasi in den letzten Jahren beobachten konnte. Von einem lokalisationistischen Ansatz quasi, der Parietallappen ist an dieser Fähigkeit beteiligt oder das und das ist irgendwie hier lokalisiert, ist man eher zu diesem systemischen Ansatz gekommen, dass man halt eben erkannt hat, okay, es gibt da bestimmte Überlappungen und es gibt halt auch immer gewisse Aktivierungen in verschiedensten Bereichen des Gehirns, die dann miteinander zusammenarbeiten. Also es gibt das sogenannte Default Mode Network, hat man vielleicht schon mal gehört, das eher aktiv ist, wenn man gerade nichts tut. Das Salienznetzwerk, das halt eher dafür sorgt, dass ja quasi ausgewählt wird, was aktuell relevant ist, womit wir uns gerade beschäftigen und eben auch das exekutive Netzwerk und das Default-Mode-Netzwerk quasi so ein bisschen steuert und sagt, hier, damit solltest du dich aktuell beschäftigen und so weiter. Und hier hat man dann eben herausgefunden, dass genau bei verbalen und visuell-räumlichen Aufgaben zum abstrakten Denken insbesondere das dorsale Aufmerksamkeitsnetzwerk aktiviert wird. Das ist ein Netzwerk, das halt auch damit zusammenhängt, quasi im Raum Dinge auszuwählen, die Aufmerksamkeit auf Dinge im Raum zu wenden. Und wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen an die Definition von ja, Intelligenz am Anfang zurückerinnern, auf die Uhr gucken, ja, dann ergibt das ja auch Sinn, dass irgendwie Intelligenz als die Fähigkeit in der Umwelt zu agieren und ja quasi mit dem Leben klarzukommen im Sinne von in einer Situation sich richtig zu verhalten, irgendwie auch damit zusammenhängen müsste, Dinge auszuwählen, die wir um uns herum sehen. Genauso das anteriore Salienznetzwerk, das sind halt so Netzwerke, die eben ja mit der Auswahl von einzelnen Reizen, dem Zuwenden von Aufmerksamkeit zu etwas hin, von etwas anderem weg zusammenhängen. Und insbesondere
hat sich gezeigt, ein linksfrontoparietales Netzwerk. Der Frontallappen ist halt mit Exekutivfunktionen verbunden. Das heißt, auch hier mit Aufgabenplanung, mit Auswahl von Dingen, mit Aufmerksamkeit. Das ist so etwas, was sich über die letzten Jahrzehnte herauskristallisiert hat. Der Frontallappen ist quasi das, wo die höchste Stufe der Verarbeitung stattfindet, wo ganz viele Informationen aus anderen Teilen des Gehirns hingeleitet werden, um dann nochmal integriert zu werden, quasi. Und da scheint eben auch der Parietallappen oder insbesondere diese Verbindung zwischen Frontallappen und Parietallappen über den singulären Kortex, der eben so drunter liegt, und eben auch viel mit Auswahl von einzelnen Reizen zu tun hat, sehr wichtig zu sein. Und außerdem hat man dann eben auch noch gesehen, dass es bei einzelnen Aufgaben wiederum bestimmte Aktivierungen eher sprachlichen Netzwerken oder auch bei anderen Netzwerken, die eher so mit visuell-räumlichen Fähigkeiten zusammenhängen, gibt. Und auch das ist ja nicht verwunderlich, wenn man bestimmte etwas spezifischere Aufgaben hat, dann scheint da nicht nur ein bestimmtes Netzwerk, das irgendwie mit der Intelligenz zusammenhängt, aktiviert zu sein, sondern halt auch noch Teile der Bereiche im Gehirn, die spezifisch mit der Verarbeitung von räumlich-visuellen oder sprachlichen Informationen beteiligt sind. Genau, und da kommen wir dann auch langsam eben, wird es immer komplexer quasi in dem, was so erforscht wird. Das Ganze kam dann auch quasi so dazu, dass man von diesen fMRI-Studien mit auch weg oder zusätzlich hin zu sogenannten Resting-State-Untersuchungen gekommen ist. Das heißt, man hat Menschen einfach nichts tun lassen, während sie in einem MRT-Gerät liegen oder sich nur Bilder angucken lassen, ohne dass sie irgendetwas aktiv tun sollten und dabei dann quasi gemessen, welche Bereiche des Gehirns arbeiten miteinander zusammen und ist dann auch zu so einer modularen Ansicht quasi des Gehirns gekommen, dass man bestimmte Module im Gehirn hat, die bestimmte Aufgaben erfüllen, die aber ganz eng mit anderen Modulen zusammenarbeiten, um diese Aufgaben zu erfüllen quasi. Und das Ganze kann man dann natürlich auch durch verschiedene mathematische Methoden immer besser abbilden und dann halt eben auch sich so ein bisschen angucken, gibt es eher nur Aktivierungen in sehr spezifischen einzelnen Bereichen des Gehirns an unterschiedlichen Stellen oder gibt es da eben quasi eine Zusammenarbeit von verschiedenen Bereichen. Und auch hier in Übereinstimmung mit den Befunden zur strukturellen Konnektivität, das ist halt so, dass man eher keine Zusammenhänge mit der Gesamteffektivität dieser Netzwerke findet, sondern eher Effektivität in einzelnen Modulen, die dann mit anderen Modulen zusammenarbeiten. Also auch hier so dieses Bild, das wir hier unten sehen, das ist nicht so effektiv. Wenn alles mit allem verbunden ist, dann dauert es deutlich länger und das ist sehr viel mehr Rechenaufwand. Es ist sehr viel effektiver, wenn einzelne Bereiche in sich sehr stark miteinander arbeiten. Diese dann wiederum Informationen miteinander austauschen. Und das hat dann halt auch am Ende jetzt für die Grundlage gelegt, quasi für neuere Theorien der Intelligenz, die auch mit neuen mathematischen Methoden, Graphentheorie arbeiten. Aber auch hier nochmal einen Schritt zurück. Diese ganzen Befunde, die ich jetzt so grob versucht habe darzustellen, die haben sich eigentlich im Jahr 2007 quasi schon zu einer Theorie zusammengefügt von Jung und Heyer, die eben auch als die meist erforschte Theorie der neurowissenschaftlichen Erforschung quasi mit der Intelligenz
angesehen werden kann, die eben besagt, es gibt ein bestimmtes Netzwerk bzw. bestimmte Areale von einem Netzwerk ist gar nicht unbedingt ja, die Rede, das halt auf jeden Fall an der Intelligenz beteiligt ist und das ist eben das, was die Datenlage quasi, die wir haben, abbildet. Und zwar sind das eben diese pariotofrontalen Areale, Entschuldigung, also diese Verbindung zwischen frontalen Arealen des Gehirns mit hinteren Arealen des Gehirns über den singulären Cortex, auch teilweise Task-Positive-Netzwerke quasi, also Netzwerke, die immer aktiviert sind, wenn man sich kognitiv mit einer Aufgabe beschäftigt. Das sind eben auch Bereiche des Gehirns, die auch häufig mit dem Arbeitsgedächtnis irgendwo zusammenhängen. Und auch das passt halt zur Datenlage. Wir wissen, es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtnisleistung und Intelligenz. Er ist nicht perfekt, also es scheint schon etwas Unterschiedliches zu sein, aber ein gutes Arbeitsgedächtnis scheint eben doch wichtig zu sein. Was aber eben auch der Fall ist bei dieser Theorie, auch wenn sie die besterforschteste und bestbelegte quasi ist, weil sie die gesamte Datenlage gut abbildet, sie lässt dynamische Prozesse und Entwicklungsprozesse eigentlich außen vor und insbesondere auch die Netzwerkeffektivität, die wir uns jetzt gleich nochmal so ein bisschen angucken. Und es ist eigentlich sehr statisch. Das liegt auch daran, auf welchen Daten das basiert quasi. Wir haben einfach fMRI-Daten, strukturelle Daten, die entweder bei bestimmten Tätigkeiten oder beim Nichtstun quasi entstanden sind und die halt auch nur sehr bedingt abbilden, was passiert da im Gehirn wirklich. Wir wissen nur, es passiert etwas und es passiert hauptsächlich in diesen Bereichen etwas. Und wir können sagen, okay, da wird wahrscheinlich irgendein Netzwerk quasi dahinter stecken. Und so kommen wir dann eben jetzt zu neueren Theorien, die ich jetzt hier aber auch gar nicht im Detail vorstellen kann, wie zum Beispiel der Network Neuroscience Theory, der PFIT, auch genannt Integration Theory, die wir gerade eben gesehen haben, die aber eben nicht so dynamische Aspekte abbildet, die Process Overlap Theory, die wir auch ganz am Anfang mal einmal kurz angeschnitten haben, bei der eben davon ausgegangen wird, es gibt bestimmte Module quasi, die aber alle bestimmte exekutive Funktionen brauchen, um richtig funktionieren zu können. Und diese Überlappung der Exekutivfunktionen quasi erzeugt dann als emergentes Phänomen quasi den G-Faktor oder die Intelligenz. Dann eben auch noch diese Wire-Brain-Theories oder Mutualism-Theory, die davon ausgehen, dass bestimmte Netzwerke oder Module im Gehirn sich gegenseitig verstärken und eben halt dadurch diesen Entwicklungsaspekt mit reinbringen. Und weil die halt auch irgendwie zusammenarbeiten zu scheinen. Und was man hier auch schön sieht, hier habe ich ein schönes Bild, wie das eben auch dadurch entsteht, dass man immer mehr verschiedenste Methoden miteinander kombiniert. Wir haben eine MRT-Aufnahme und gucken uns dann in dieser MRT-Aufnahme eben an, wie stark ausgeprägt ist das Volumen quasi in bestimmten Bereichen. Und gleichzeitig machen wir eben noch eine Diffusion-Tensor-Aufnahme und legen die übereinander, sodass wir halt gucken, in welchen Arealen, die wir finden, gibt es White-Matter-Verbindungen quasi. Wo gibt es Areale, die mit anderen Arealen irgendwie eine starke Verbindung haben? Und wie stark ist diese Verbindung? Und hat diese Verbindung, wie gut diese Verbindung besteht, irgendwas mit der Intelligenz zu tun? Also das sind so Dinge, die sich da angeguckt werden.
Und ja, also wie schon gesagt, die PFIT-Theory, die halt die Datenlage am besten abbildet, hat ein paar Nachteile und darum gibt es eben inzwischen neuere Theorien, die auch nicht besser oder schlechter immer unbedingt sein müssen, die aber einfach vielleicht auch nochmal auf einer anderen Beschreibungsebene quasi an die Sache herangehen. So gibt es zum Beispiel eine Theorie, die besagt, dass halt auch die Synchronizität, also wie sich Hirnwellen synchronisieren und quasi wie Module miteinander interagieren, wie wird das abgestimmt? Und da scheint es halt gewisse Beobachtungen zu geben, dass es zwischen Beta-Wellen und Gamma-Wellen, also dass die an dieser Synchronisierung irgendwie beteiligt sind. Also Beta-Wellen sind halt eher, wenn Top-Down-Prozesse das Gehirn quasi dominieren, also wenn zielgerichtet irgendetwas versucht wird zu tun, und Gamma-Wellen eher, wenn bottom-up, also wenn Reize reinkommen und dann auf diese Reize reagiert wird. Und wie funktioniert die Abstimmung zwischen verschiedenen Gehirnarealen? Da gibt es halt Theorien, dass es in der Effizienz dieser Abstimmung zwischen Bottom-up und Top-Down-Prozessen quasi auch ein Teil der Intelligenz irgendwie sich verbirgt. Genauso haben wir Theorien zur Plastizität. Also wie schnell kann sich ein bestimmtes Areal quasi anpassen auf sich verändernde Umgebungsbedingungen, auf verändernde Reize, und wie schnell das passiert, darauf kann man dann wieder Rückschlüsse ziehen, wie intelligent ein Mensch ist. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Und dann haben wir noch die Network Neuroscience Theory. Das ist jetzt die letzte, auf die ich noch kurz eingehen werde. Die eben, wie ich es auch vorhin schon einmal kurz angesprochen habe, sich mit Hilfe der Graphentheorie damit beschäftigt, wie einzelne Module innerhalb des Gehirns, wie effektiv die miteinander zusammenarbeiten. Und das ist eben auch alles mathematisch formalisiert. Also was macht eine effektive Verbindung aus? Und zwar lokale Effektivität wäre, wenn innerhalb eines sehr kleinen Bereichs lokal sehr viele Verbindungen bestehen, aber keine Verbindungen nach außen bestehen. Und eine ja, globale Effektivität wäre eher, wenn alle Bereiche irgendwie mit allen anderen Bereichen im Gehirn auch verbunden sind. Und die Frage ist ja, was ist daran eigentlich am besten? Die Datenlage sagt, es ist quasi so eine Mischung, das wie so oft in der Psychologie, aber es ergibt eben auch Sinn. Ich hatte das ja vorhin schon einmal angedeutet. Wir haben eben bestimmte Module, bestimmte Neuronenverbände im Gehirn, die bestimmte spezifische Aufgaben erfüllen. Und damit diese Aufgaben möglichst effektiv erfüllt werden können, ist es klug, dass sie sehr eng miteinander zusammenarbeiten, diese Neuronen. Aber es sollte auch ein gewisser Austausch mit anderen Modulen quasi bestehen. Und ja, die Datenlage sagt da halt eher, es ist so, dass der Austausch nicht zu groß sein sollte und er sollte sehr flexibel sein und macht für mich jetzt so intuitiv ergibt das auch sehr viel Sinn. Genau da besagt diese Theorie eben auch, dass es Neuronenverbände gibt, die sehr starr sind, die aber auch sehr leicht aktiviert werden können. Und das sind eher, das entspricht eher so dem Wissen, das wir uns aneignen. Das hängt halt auch stark mit diesem Default Mode Network zusammen. Das heißt, aus einem Zustand des Nichtstuns können wir schnell auf diese Neuronenverbände zugreifen und diese Informationen, die darin gespeichert sind, auch verwenden. Also die kristalline Intelligenz quasi drückt sich aus in diesen Neuronenverbänden, die stark mit den restlichen Teilen des Gehirns verknüpft sind und dadurch auch leicht aktivierbar sind.
Und die fluide Intelligenz ist eher in Verbindung mit Netzwerken im Gehirn, die eine gewisse Auswahl ermöglichen von bestimmten Reizen. Aber die müssen sehr effizient in sich sein und sind dadurch weniger leicht aktivierbar. Und wenn jetzt eben jemand, und da gibt es dann auch erste Untersuchungen dazu, und da wird auch noch viel kommen, denke ich, wenn jetzt jemand schnell diese schwer aktivierbaren Neuronenverbände aktivieren kann, quasi, dann scheint das mit eine Ursache zu sein dafür, dass er effizienter mit bestimmten Reizen agieren kann oder intelligenter ist, wenn man so möchte. Genau. Und das ist, hier ist wohl etwas noch verschwunden. Das ist eigentlich an der Stelle Barbey 2017, die Network Neuroscience Theory. Und dann zum Abschluss noch neue Entwicklungen. Also wie ich ja schon angedeutet habe, es findet immer mehr Kombination von Methoden statt. Das ist schön. Dadurch kann man einfach mehr Wissen generieren. Es findet aber auch immer mehr Kollaboration statt. Es ist immer weniger einzelne Forschungsgruppen gegen andere Forschungsgruppen, sondern es gibt riesige Forschungsverbünde verschiedenster Universitäten. Es gibt verschiedene riesige Datenbanken. Ich denke, das Human Brain Project hat auch mit dazu beigetragen, trotz der ganzen Kritik, die es auch berechtigterweise teilweise bekommen hat. Aber es gibt halt einfach immer mehr auch Open Science Data Sharing Ansätze und damit halt dann auch wirklich Big Data. Gerade es gab ein, zwei Studien, die ich erwähnt habe, wo dann halt riesige Datensätze, ich glaube das eine Mal waren es 13.000 Probanden. Wenn man sich überlegt, wie viel kostet eine MRT-Untersuchung? Es ist inzwischen nicht mehr so teuer, wie es am Anfang war. Aber das ist immer noch relativ teuer. Wie viele MRT-Untersuchungen kann man in der Woche schaffen? Wie viele studentische Hilfskräfte muss man da beschäftigen? Wie viele Probanden muss man da bezahlen? Aber wenn man jetzt natürlich auf der ganzen Welt sich mit der gleichen Frage beschäftigt, dann hat man auch schnell mehrere tausend Probanden zusammen. Und wenn man dann auch noch die gesamten Probanden nimmt, die man die letzten Jahre schon oben hat und dann nochmal reanalysiert, dann kommt man sehr schnell zu deutlich aussagekräftigeren Ergebnissen. Und natürlich darf hier nicht fehlen, wenn ich Big Data schon erwähnt habe, Machine Learning und KI. Aber es ist tatsächlich so, wir haben immer mehr Studien, die versuchen, aus den Daten, die ja teilweise eben, wie gesagt, sehr verpixelt sind, kann man so sagen, trotzdem Modelle, Machine Learning Modelle zu trainieren, die dann wiederum Dinge vorhersagen können. Da gibt es eben auch Studien, wo quasi die Konnektivität verschiedener Gehirnareale für einzelne Probanden quasi genommen wird und dann da anhand daran die Intelligenz versucht wird, vorherzusagen. Und das funktioniert erstaunlich gut, wie auch in vielen anderen Bereichen von Machine Learning. Auch wenn die statistischen Modelle teilweise noch gar nicht so kompliziert sind. Und auch da, es wird immer mehr Rechenleistung geben. Es gibt immer neue computationale Ansätze. Es gibt immer mehr Formalisierung innerhalb der neurowissenschaftlichen Theorien. Ich habe auch den Eindruck, es ist viel von quasi Data Mining zu. Wir überlegen uns vorher, was wollen wir eigentlich untersuchen und versuchen auch wirklich das richtig theoretisch zu fassen quasi. Und auch da gibt es immer mehr Entwicklungen. Es wird eben, wie gesagt, von der Fliege zur Maus irgendwann zum menschlichen Gehirn kommen, dass wir simulieren können. Und was eben auch noch sehr wichtig ist, was ich auch schon angesprochen hatte, es gibt jetzt eben diese Entwicklungsperspektive, die immer mehr mit einbezogen wird. Was wir hier sehen, ist eben quasi diese Netzwerke innerhalb eines Gehirns, diese Module, also hier ist das zum Beispiel ein Modul,
dass hier immer mehr eingebunden wird und dass es nämlich ein Kind quasi in seiner Entwicklung, wie einzelne Areale, Module, die zuerst sehr zerstreut quasi sind, noch nicht sehr viele Verbindungen zu anderen Arealen haben, wie das immer mehr eingebunden wird und sowas. Das bilden bisherige Theorien einfach noch nicht so gut ab. Ich glaube, da kommt sehr viel in den nächsten Jahren, aber auch da, diese Netzwerkperspektive, die man hat, es wird immer mehr technische Fortschritte geben, aber auch statistische Methoden. Ich hatte schon erwähnt, dass man jetzt eben anfängt, aus der Biologie mathematisch, physikalisch, statistische Verfahren, alles Mögliche auch zu verwenden, um damit bestimmte Phänomene im Gehirn zu modellieren, zu simulieren, vorherzusagen, wie auch immer. Und auch das gelingt immer besser und ja, there's much to come, keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, was da noch so kommt. Das ist einfach unglaublich interessant und das ist jetzt, wir haben jetzt schon so eine unglaubliche Datenfülle. Wir verstehen trotzdem immer noch so viel nicht. Ich glaube, ihr seid in manchen Bereichen jetzt auch nicht viel schlauer dazu, was Intelligenz einfach ist. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht einfach nur etwas, was sich Psychologen irgendwie mal ausgedacht haben. Sonst würden wir nicht diese ganzen Zusammenhänge mit dem Gehirn sehen. Also, das haben sich Psychologen mal ausgedacht, aber es scheint doch einen gewissen realen Hintergrund zu haben. Damit auch zu meinem Fazit. Es gibt kein Zentrum der Intelligenz im Gehirn. Intelligentes Verhalten hängt einfach vom Funktionieren vieler verschiedener koordinierter Systeme innerhalb des Gehirns ab. Wir wissen aus der Forschung, bestimmte Regionen sind daran stärker beteiligt als andere. Dazu gehören insbesondere der Frontallappen oder bestimmte Teile des Frontallappens, der anteriore zinguläre Kortex und Teile des Parietallappens. Das sagt die Datenlage. Teile auch des Temporallappens, insbesondere aus des temporoparietalen Übergangs, wo halt auch viel Aufmerksamkeitsfunktionen irgendwie mit verortet sind, teilweise so räumliche Aufmerksamkeit. Aber am Ende wird halt das ganze Gehirn gebraucht. Und je nach Aufgabenstellung werden dann halt auch andere Bereiche, andere Netzwerke, andere Module mit einbezogen. Und ja, was wir halt aus den funktionalen Bildgebungsstudien sagen können, es gibt eine geringere statt eine stärkere Aktivierung in bestimmten Arealen bei intelligenteren Menschen. Das spricht für eine effizientere Informationsverarbeitung. Andererseits gibt es auch eine stärkere Aktivierung in genau diesen Arealen, die mit diesen Netzwerken zusammenhängen. Das Gehirn scheint effizienter zu arbeiten. Es scheint effizienter auswählen zu können, welche Neuronenverbünde quasi gerade benötigt werden. Und ja, diese Konnektivität ist da wohl ein ausschlaggebender Faktor, insbesondere in diesen Whole Brain Networks quasi, die offene, komplexe, auch teilweise chaotische Systeme sind. Auch da nochmal diese Mutualismus-Theorien, die ich kurz mal angeschnitten habe. Es ist einfach so, kleinste Veränderungen der Ausgangszustände können ganz unterschiedliche Endzustände vorherrufen. Und das ist auch im Gehirn so. Und wir haben gerade auch in der Netzwerk Neuroscience Theory scheint es auch so zu sein, dass wir diese Neuronenverbünde, die da arbeiten, dass die halt immer quasi in kritischen Zuständen sind und in verschiedene Zustände kippen. Ich hatte ja auch vorhin erwähnt, dass ich nochmal darauf zurückkommen werde, wie es sein kann, dass halt auch so die fluide Intelligenz über das Lebensalter abnimmt. Aber teilweise eben auch Menschen bis ins höchste Alter hinein noch super fit sind, obwohl man ein komplett zerstörtes Gehirn auch teilweise vorfindet. Da gibt es sehr interessante Studien zu. Und meine Vermutung an der Stelle ist einfach genau das, solange das System noch arbeitet, solange es sich noch in diesen synchronisierten Zustände bringen können, funktioniert es noch. Und sobald das dann irgendwann nicht mehr ausreicht, kippt das und eine Funktion fällt aus. Sie wird dann teilweise vielleicht von anderen übernommen, aber das ergibt quasi Sinn. Und aus dieser Zusammenarbeit, dieser Module,
entstehen dann eben diese globalen, emergenten Phänomene wie Intelligenz und auch darunterliegende Faktoren wie einzelne kognitive Domänen oder Fähigkeiten, eben wahrscheinlich als Folge lokaler Interaktionen von Neuronenverbünden, die sich eben gegenseitig abschwächen oder verstärken und dann halt auch eben solche kritischen Zustände teilweise erreichen. Und ja, das Ganze könnte man als Small-World-Topologie im Gehirn zusammenfassen. Ja, Selbstorganisation, neuronale Plastizität, das sind alles so Begriffe, die in den nächsten Jahren oder jetzt in den letzten Jahren auch schon halt immer wichtiger geworden sind, denke ich. Und die kann man halt auch besser mit netzwerktheoretischen, graphentheoretischen, systemischen Ansätzen beschreiben. Und auch da, es wird unglaubliche Fortschritte geben, bin ich ziemlich sicher, was unser Verständnis der Intelligenz anbelangt. Und genau, damit bin ich dann eigentlich am Ende meines Vortrages angelangt. Ja, 10 Minuten habe ich überzogen. Noch eine kleine Grafik zum Ende. Ein paar Literaturempfehlungen, wer sich noch näher damit auseinandersetzen will. Und gerne auch, wenn es nichts direkt mit Neurowissenschaften zu tun hat, hier The Mad Genius Stereotype auch mal lesen. Sich mal anzugucken, was so Vorurteile sind über Hochbegabte, die noch so verbreitet sind. Genau, also viel bezog sich jetzt hier auf dieses Buch von Richard Heyer, aber auch der Rest ist sehr empfehlenswert. Okay. Ja, danke Alex für den spannenden Vortrag. Also ich habe auch noch super, super viel daraus mitgenommen, so die ganzen Neuro- und Kognitionssachen. Das ist ja jetzt nicht so mein Turf, aber ich fand es halt total spannend und habe da wirklich vieles draus mitgenommen. Wir haben tatsächlich so ein paar Fragen. So zwischendrin habe ich mir so die Freiheit genommen, mal so ein paar schon zu beantworten und auch so technische Sachen anzugehen. Gucken wir mal hier, was da kam. Hier gibt es die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen Hochbegabung und ADS existiert. Bei beiden ist ja das überdurchschnittlich aktiv und beide denken irgendwie anders als normallos. Ja, also kann man Unterschiedliches dazu sagen. Also es ist so, die früheren Studien sagen, ADS hängt mit einer geringeren Intelligenz zusammen. Das liegt aber einfach daran, dass man einfach normale Intelligenztests durchgeführt hat und natürlich Aufmerksamkeit den Wert am Ende nach unten verfälscht. Es ist so, dass es schon auch gewisse Überschneidungen gibt, die eher eine genetische Überlappung gibt, die eher eine geringere Intelligenz mit ADS nahelegen, aber andererseits hat man halt auch ganz viele Fälle von Menschen, die ADS haben und hochintelligent sind. Das heißt, es gibt da wohl keinen direkten Zusammenhang zwischen ADS und Intelligenz. Es gibt aber eben einen Zusammenhang von Intelligenz mit Aufmerksamkeitsfunktion. Und da ist dann halt auch wieder die Sache, ADS ist halt in der allgemeinen Bevölkerung eine schlechte Aufmerksamkeit. Aber das ist es ja gar nicht. Es ist ein Problem der Priorisierung quasi. Man kann als ADSler auch deutlich stärkere Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Aspekt haben. Ich weiß nicht, Hyperfokus ist jetzt kein wissenschaftlich etablierter Begriff, aber wenn ein ADSler etwas sehr interessiert, dann kann er sich sehr, sehr lange damit sehr intensiv beschäftigen. Dass das dann schlechter sein sollte quasi als jemand, der kein ADS hat, bezweifle ich tatsächlich, weil das ja dann so eine Art Flow-Zustand ist. Also ja, es ist kompliziert. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen ADS und Intelligenz. Es gibt wohl genetische Zusammenhänge mit Autismus und es gibt wiederum genetische Überlappung von Autismus und ADS. Also es ist alles so ein bisschen schwierig auseinander zu klamüsern, keine Ahnung. Man sollte es einfach im Endeffekt unabhängig voneinander betrachten. Man sollte nur wissen, dass ADS die Durchführung eines Intelligenztests verfälscht, würde ich sagen. Und es gibt aber
wenig intelligente ADSler und es gibt hochintelligente ADSler. Also ein direkter Zusammenhang ist schwer zu belegen. Aber ich weiß nicht, vielleicht weißt du da noch mehr so aus der diagnostischen Sicht? Keine Ahnung. Ja, also im Grunde kommt ADS, ADHS so über das gesamte Intelligenzspektrum vor und es gibt da eigentlich keinen Zusammenhang. Und was du sagst, dass halt das ADHS dazu führen kann, dass man im Test schlechter abschneidet, wird interessanterweise teilweise jetzt auch schon abgefangen in den Instruktionen, dass man zum Beispiel dann halt irgendwie so eine Maske dann hat, wo man nur die eine Aufgabe sieht, an der man gerade ist und die man dann halt weiterschieben kann, dass man halt eben bei so einem Test, wo dann irgendwie 10 Aufgaben auf einer Seite sind, nicht unnötig abgelenkt wird, um dem halt eben auch ein Stück weit gerechter zu werden. Interessant, ja. Also genau, das ist auch so mein Wissen, dass das halt früher so die Ansicht war, es gibt halt einen negativen Zusammenhang, aber wenn man halt quasi für die negativen Aspekte während der Testdurchführung korrigiert, dann ist halt kein Zusammenhang mehr da quasi. ADHS behindert auf jeden Fall die Umsetzung von Potenzialen und das erzeugt halt eben in den Betroffenen auch so eine extreme Diskrepanz, dass man also einerseits halt das Gefühl hat, man kann so viel und dann hapert es aber dann an der Umsetzung und bei den im Umfeld ja häufig dann auch genug, also Betroffene können da ein Lied von singen. Genau, dazu noch eine kurze Anmerkung. Es gibt tatsächlich auch Vermutungen, dass auch Autismus irgendwie so eine gewisse zu starke Ausprägung einzelner Intelligenzaspekte, einzelner Domänen ist quasi, worunter dann wieder andere leiden. Und das könnte ich mir dann teilweise bei ADS, wenn es da halt schon eine gewisse Überlappung gibt, auch mit vorstellen. Das ist dann halt, ja, einfach, ich meine, es gibt ja auch eine erhöhte Anzahl an Teilleistungsstörungen wieder bei ADS dann, dass man vielleicht vermuten könnte, dass das Profil quasi einfach ein bisschen anders ausgeprägt ist, aber es halt kein direkten Zusammenhang mit dem Gesamt-IQ gibt, wenn man für die Aufmerksamkeitsschwankung quasi korrigiert. Aber naja, es ist auch nur educated guess, würde ich sagen. Da gibt es auch ganz spannende Anleitungen. Also gerade der WISC 5, den du ja angesprochen hast, also diese neueste Version des Wechsler-Tests für Kinder, der basiert ja auch auf dem CHC-Modell, was du vorgestellt hast. Und gerade so diese verschiedenen Kombinationen von Subtests, da kann man unglaublich viel diagnostisch rausholen. Also das ist ganz beeindruckend. Also gerade auch was so Teilleistungsstörung, ADS und so weiter dann angeht, je nachdem, wie man halt die verschiedenen Indizes kombiniert, dass man da sehr, sehr viel rausziehen kann. Wir haben hier sogar eine Meldung. Paul, ich schalte dich mal laut. Gucken wir mal, ob das klappt. So, Paul, ich habe dir jetzt eine Aufforderung geschickt, wenn das klappt. Sag Hallo. Das scheint nicht ganz zu klappen. Ich nehme mal hier gerade eine weitere Frage, die hier kam. Ob der IQ innerhalb von Berufsgruppen, also zum Beispiel Professoren, ebenfalls normal verteilt ist. Jo, im Grunde. Magst du was dazu sagen, Alex? Kannst du, denke ich, genauso beantworten. Ja, also im Grunde schon, aber es ist dann halt einfach verschoben, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich weiß es jetzt auch nicht genau. Kannst gerne darauf antworten. Ja, also im Grunde ist das sowas, was du halt häufig findest. Also auch wenn du Teilenstichproben nimmst, zeigt sich auch immer wieder diese Normalverteilung. Das ist auch so ein Befund, gerade auch aus der SMPY, dieser Study of Mathematically Precocious Youth, die du auch angesprochen hattest, dass da halt eben so das Phänomen war, wenn man die Kinder, die ja in der 7. Klasse dann mit diesem College-Eingangstest, mit dem SAT dann getestet werden, wenn man denen halt altersgemäße Tests gibt, da kriegt man halt Deckeneffekte. Das heißt, sie erreichen die Maximalpunktzahl und Schluss. Aber wenn man halt dann schaut, dass die mit diesen schwereren Tests halt getestet werden, dann kommt halt wieder auch diese Normalverteilung dann raus. Also das ist ganz spannend. Das nennt man auch so Above-Level-Testing, also Testen über dem Niveau. Und im Grunde zeigt sich das dann halt, also die Unterschiede liegen halt dann im Mittelwert. Aber diese Verteilung, dass halt manche dann stärker und manche weniger stark dann abweichen mit dieser Normalverteilung, das zeigt sich immer wieder.
Genau, dann noch eine Frage, ab welchem Alter der IQ relativ stabil ist. Ich glaube, das ist auch eher eine psychometrische Frage. Ich glaube, so irgendwas zwischen 7 und 11 würde man jetzt so sagen, aber du weißt es wahrscheinlich sehr viel genauer. Ja, hängt auch ab davon, was Stabilität jetzt ist irgendwie. Also das kann man ja unterschiedlich verstehen. Also wir haben ja einmal die Niveaustabilität, das heißt der IQ, der ungefähr gleich bleibt. Und dann halt eben auch die Positionsstabilität, dass man also sozusagen sich relativ zu seiner Bezugsgruppe halt nicht mehr großartig verbessert oder verschlechtert, auch wenn sozusagen das Gesamtniveau von allen dann vielleicht abfallen oder auch steigen kann. So Pi mal Daumen sagt man immer, das zeigen halt diese Längsschnittstudien, die du ja auch referenziert hast, irgendwie, also gerade diese aus Schottland von Ian Deary und so, dass halt so ab 8 Jahre sagt man, so Pi mal Daumen bleibt so das Niveau etwa auch stabil. War ich ja mit 7 gar nicht so weit weg. Nee, cool. Genau, und dann noch eine Frage, die kannst du eher beantworten als ich. Wie spielen bei den beschriebenen neueren Ansätzen bereits Erkenntnis und Theorien aus der Quantenphysik mit rein? Oh, ich glaube, bis wir da sind, wird das noch dauern. Also, soweit ich weiß, sind die einzigen quantenmechanischen Effekte, die wir irgendwo in der Biologie haben, bis jetzt in irgendwelchen Gleichgewichtsorganen von Vögeln oder so. Also man muss sich auch überlegen, wir sind jetzt von den statistischen Methoden, die wir haben, fangen wir jetzt eben an, die biologischen statistischen Methoden teilweise auch mehr zu verwenden. Ich glaube, dass man dabei der Quantenmechanik ist, aber bin ich wirklich überfragt. Aber wäre mir jetzt nichts bekannt. Also Und dann war noch, glaube aktuell noch nicht. genau, so eine Frage, die war noch so ziemlich am Anfang irgendwie, die hatte ich irgendwie übersehen. Habe ich es richtig verstanden, dass Personen aus einer sozial schwächeren Schicht mit einem IQ von zum Beispiel 120 in Wirklichkeit einen höheren IQ hätten? Ich glaube, das ist irgendwie Missverständnis. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich das bezieht. Also ich bin ja, naja, also es ist halt natürlich so, wenn weniger förderliche Bedingungen da sind, dann wird am Ende, gerade auch wenn man so diese Materialism Theory sich anguckt, wird wahrscheinlich am Ende dann auch weniger rauskommen quasi. Aber wer 120 hat und jemand anders, der 120 hat, hat halt beides 120. Ich weiß nicht, wie man die Frage genau verstehen soll. Ja, Also. man spricht so über die fluide und kristalline Intelligenz, ne? Also dass sozusagen die fluide Intelligenz ja so ein Startkapital darstellt, dass man dann so in den Erwerb kristallin investieren kann. Und das hängt halt natürlich ganz massiv davon ab, ob die Bedingungen förderlich sind und was man überhaupt lernen kann. Also dass sozusagen diejenigen, die auch beispielsweise identische fluide Intelligenz als Startkapital haben, dann aber doch mit einem unterschiedlichen kristallinen Intelligenzniveau am Ende rauskommen. Also so könnte ich mir das verstehen, dass vorstellen, die Frage so zu verstehen ist. Ja, aber weiß nicht, ob du das beantworten willst, aber es ist ja, ergibt Sinn. Also klar, wenn jemand weniger Möglichkeiten zum Lernen hat, dann wird er auch sich weniger aneignen können. Und gerade eben durch diese sich selbst verstärkenden Effekte, wenn jemand ein großes Wissen in einem Bereich hat, dann kann er sich auch leichter Wissen aus anderen Bereichen aneignen. Oder halt noch mehr Wissen in die Immer Richtung. anderen, ne? Also da hast du dann immer mehr Möglichkeiten, wo es dann halt Anknüpfungspunkte auch findet. Ach so, eine Frage hier noch, ob Intelligenz vererbt wird. Ja, magst du, mag ich. Du kannst gerne schon mal ein bisschen was dazu erzählen, wenn du möchtest. Ja, also diese Erblichkeitskoeffizienten, wir haben auf jeden Fall eine gewisse Erblichkeit, wobei diese Koeffizienten, von denen man häufig so liest, also dieses 50% oder was weiß ich, das sind halt Indikatoren, die so auf Populationsebene gelten. Also das erlaubt keine Rückschlüsse irgendwie auf Individuen. Und das ist halt immer auch nur der Anteil der erblichen Intelligenz, der erblichen Varianz an der Gesamtvarianz, also sprich Gene plus Umwelt. Und was da drin auch nicht so vorkommt, ist halt die Interaktion auch zwischen Gen und Umwelt. Also da haben wir auch noch einiges. Aber du hast ja schon was Wunderbares vorbereitet, sehe ich gerade.
Ja, ich dachte mir schon, dass so eine Frage auch kommen wird, eben da ich auf genetische Einflüsse gar nicht eingegangen bin, einfach weil ich mich damit nicht so auskenne. Aber es ist halt auch schon so, wie gesagt, also bestimmte Abweichungen zwischen einzelnen Populationen, die manche Menschen halt auch gerne inhärent genetisch hätten oder so sehen, dass das wahrscheinlich alles genetische Unterschiede sind. Die kann man sehr gut auch mit anderen Theorien erklären, ohne dass man das in irgendeiner Form reinnimmt. Und diese Theorien sind dann sogar besser formalisiert und erklären die Datenlage besser. Also gerade diese Mutualism Theory. Aber auch unabhängig davon. Also diese Diskussion, die es vor 20, 30 Jahren gab, ja, oder noch länger, die basierten eben auf diesen von dir schon angesprochenen Erblichkeitskoeffizienten quasi, die populationsbasiert sind und die wären bei 1, wenn die gesamte Umwelt gleich wäre zum Beispiel. Dann hätte das auch keinerlei Aussagekraft mehr oder wäre es bei 0, nee, ich glaube bei 1. Aber was wir eben inzwischen haben, sind genomweite Assoziationsstudien. Und da wissen wir, wir haben ganz, 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 ganz viele kleine Allele, die minimal zur Intelligenz oder zur Bildung beitragen. Aber wenn man das alles zusammennimmt, dann hat man am Ende so 11% oder so. Und wenn man sich, also das ist jetzt so eine aktuelle Studie, die ich dazu gesehen habe und die das halt auch recht gut hier, also ich meine, man kann ja schon die Überschrift sehen. Also mit den Methoden, die wir inzwischen haben, scheint dieser Unterschied wirklich auf sehr gering zu sein oder sehr gering zurückzusinken. Und dann weiß man trotzdem immer noch nicht, ob das nicht irgendwelche Interaktionen mit der Umwelt sind, die da noch eine Rolle spielen. Und ja, Intelligenz hat eine starke genetische Komponente, weil es halt ja einfach im Gehirn auch verortet ist, aber das sind ganz, ganz, ganz viele kleine Gene, die dazu beitragen und ganz, ganz viele Gene, die noch zu ganz vielen anderen Dingen mit beitragen, zum Beispiel zu Kurzsichtigkeit oder so. Also genau, ich weiß nicht, worauf die Frage jetzt genau abgezielt hat, aber tatsächlich, dass es eine starke genetische Komponente gibt, kann man nicht leugnen. Aber man kann nicht sagen, es ist dieser eine Aspekt, es ist dieses eine Gen, sondern es ist eben hier schön mit Fachbegriffen poly- und omnigenetisch und pleiotropisch. Wer sich damit näher auseinandersetzen möchte, es ist halt einfach ein komplexes Phänomen, das so viele Einflussfaktoren hat, dass man halt nicht ja, auf einzelne genetische Aspekte irgendwie zurückschließen kann. Was jetzt die Neuronen angeht, quasi, da gibt es wohl bei diesen Allelen, die da irgendwie mit minimalen Effektstärken haben, da scheint es bei den Neuronen zu liegen eher. Gliazellen scheinen da nicht beteiligt zu sein, das habe ich irgendwo gelesen. Aber ja, auch da, ich bin kein Biologe, ich bin kein Molekulargenetiker, vielleicht sollten wir mal einen einladen, aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Das ist eine gute Idee übrigens. Wir behalten das mal im Blick. Hier kam noch eine Frage: hocheffizientes Gehirn gleich hochkreatives Gehirn. Meine Idee dazu eher nicht, denn Kreativität braucht temporär reduzierte Effizienz. Jo, würde ich auch so sehen. Da will ich übrigens direkt mal darauf verweisen, auf einen Vortrag von dem Matthias Benedek, den wir auch bei uns im Archiv auf YouTube liegen haben. Da kannst du mal schauen dann. Also der hat sich speziell so zur ja so mit Neurowissenschaft und Kreativität befasst und so. Da wirst du sicherlich fündig bei dem Vortrag. Genau, dann hier noch eine Frage, ob es Untersuchungen gibt von Synästhesie und Hochbegabung zu dem Zusammenhang. Ist Synästhesie ein stärkeres Netzwerken von eigentlich getrennten Systemen? Darf ich Alex dazu? Ja, auch gerne. Also ich habe mich damit tatsächlich noch nicht so auseinandergesetzt, wird auch.
Ja, ich habe das mal gemacht für eine Mind-Akademie und finde das total spannend. Es ist tatsächlich so, dass halt bei der Synästhesie Verbindungen bestehen bleiben, die eigentlich normalerweise gekappt werden. Also wenn man sich das vorstellt, so im Säuglingsalter, da vertragen sich ja die gesamten Synapsen im Gehirn. Das ist ja enorm. Also wenn man sich da auch mal Bilder anguckt, wie halt das Synapsenwachstum aussieht. Alison Gopnik, die hat einen ganz großartigen TED-Talk, falls euch das interessiert. Die bezeichnet das, glaube ich, so mit einem Baby, das zum ersten Mal in Paris ist und drei Espressi getrunken hat und so. Also so ist es halt, Baby zu sein, wenn sich halt diese ganzen Neurone vertragen. Also so ein geistiger, ja, Dauerflash irgendwie, den man dann erlebt. Und Synästhesie ist halt eben, wenn von diesen Verbindungen ein paar bestehen bleiben. Da gibt es irgendwann eine Phase im Gehirn, wo halt gezielt diese Verbindungen gekappt werden im Sinne der Effizienz. Also das, was halt gebraucht wird, bleibt bestehen. Also wie wenn man durch irgendwie ein Feld läuft und die Wege, die man trampelt, die werden halt dann immer größer und irgendwann hat man dann halt die Autobahn. Und bei der Synästhesie ist es dann eben so, dass halt bestimmte Verbindungen halt bestehen bleiben. Da gibt es halt wirklich ganz, ganz unterschiedliche. Also es gab mal irgendwie eine Studie auch dazu, wie viele verschiedene Synästhesien es so gibt. Und ich glaube, die kamen so auf irgendwie 165 verschiedene Kombinationen von verschiedenen Wahrnehmungs- oder auch so Symbolbereichen und sowas. Mit Hochbegabung hat das jetzt eigentlich gar nichts so groß zu tun. Das ist also, wie gesagt, einfach so eine Verbindung, die bestehen bleibt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass vielleicht die Intelligenz damit zusammenhängt, dass man auf dieses Phänomen irgendwann mal stößt und sich dann wundert. Also mit mehr Lesen oder so, aber das ist auch nur so eine Vermutung eigentlich ohne Substanz. Ja, irgendwie habe ich auch ganz, ganz verschwommen im Kopf, dass es da auch einen gewissen Zusammenhang mit Autismus-Spektrum-Störungen geben könnte und das dann halt wieder mit Stimmt, da Intelligenz zu war tun was, hat. ja. Aber könnte ich jetzt auch nicht genau benennen, ob ich mir das gerade nur einbilde, müsste man mal recherchieren. Das müssen wir nochmal. Und was ich da auch noch empfehlen kann, neben dem TED-Talk, es gibt da wohl so eine Doku von der BBC drüber. Die hatten wir auch mal, hat unser Prof uns mal im Studium gezeigt, so eine kurze Ausschnitte. Die gibt es wohl auch auf YouTube. Kann man sich auch mal angucken. Ist auch sehr interessant dazu. Ja, Alex, dir ganz, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und die vielen Einsichten, die wir da hoffentlich mitnehmen konnten. Euch ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich kündige jetzt schon mal die nächsten Veranstaltungen an. Ich habe jetzt gerade heute noch für die Mensa News die neuen Talks dann mal losgeschickt. Am 10.11. wird es um Psychedelika gehen. Da haben wir den Henrik Jungaberle zu Besuch und der wird uns was erzählen zu moderner Forschung zu Psychedelika, also Halluzinogene, wie das verwendet wird in der Therapie, was es an neuer Grundlagenforschung gibt. Das wird bestimmt auch ein super interessanter Vortrag. Wenn ihr Lust habt, seid ihr schon mal jetzt herzlich eingeladen. Und weiterer Ausblick für den November: am 24.11. kommt dann die Pia Bayer-Wundt. Die wird uns was zu Human-Machine-Fitting erzählen, also zu der Passung zwischen Menschen und Maschinen und wie sich das auf Usability auswirkt, speziell auch mit einem Fokus auf Neurodiversität. Also, wenn ihr Lust habt, dann hoffentlich bis dahin. Die Anmeldung, die geht über die Mensa News. Ansonsten guckt auch mal, wir haben einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, wenn ihr von außerhalb kommt. Folgt uns bei Twitter, guckt bei Facebook und so weiter, tretet mit uns in Kontakt. Schön, dass ihr da wart. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Auch von mir danke. Danke auch an dich, Tanja. Und schönen Abend noch. Anytime. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Alles technisch gut geklappt. Ja. Aus dem Stream kamen nur Likes. Das ist sehr schön. Ja, ich weiß nicht, es ist ganz angenehm, so online einen Vortrag zu halten. Man kann halt einfach sehr schön in seine Monologe verfallen, aber es ist halt, kriegt halt keine Rückmeldung. Ich glaube, es gab auch ein paar, die dann raus sind irgendwann, aber es scheint auch viele gefallen zu haben. So ein bisschen verfolgt, also Ja, ja. ich bin ganz glücklich, dass ich das jetzt hinter mich gebracht habe und
Ja, der Es war ist wirklich doch schön. irgendwie. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, das war wirklich auch eine Bereicherung für die Reihe. Dankeschön, Naja, ja. dann einen schönen Abend. Ich werde jetzt mal was zu essen erbeuten und dann. Ja, okay, dann mache ich hier mal zu. Okay, ja, wir sehen uns spätestens in 3 Wochen, glaube ich. Ja, wir sehen uns ja vorher. Wir sehen uns zum Teamtreffen am Genau, meinte ich Montag. ja. Ach Also so, genau. Also ja, online. Ja, okay, ich meinte das Live-Team-Treffen, genau. Ja, nee, dann sehen wir uns am Montag. Ja, okay, schönen Abend noch. Tschüss. gut, ciao.